Hallo und herzlich willkommen hier im Projekt der Streamer auf der Stappenbach. Ja, ich wollte hier nur mal ein bisschen starten und direkt wieder eine coole Nummer. Also, Hammer, liebe Leute, Hammer. Also für euch zur Info erstmal, eigentlich wollte ich heute nur eine Runde Holz machen, so ein bisschen entspannt mit euch quatschen. Das machen wir auch, aber wir müssen erstmal rausfinden, wie wir das stoppen können. Habt ihr das schon mal gesehen? So, aber ich sag erstmal hallo, die da alle schon da sind, ist ja der Hammer. Niklas, Fritz, Timo, Gironox, hi, Sebastian ist auch wieder da. Billy Balloon Head. Ja, servus. Dafa sowieso, hallo. Christian, guten Abend. Fritz und Swiddy ist auch wieder dabei. Ein Moderator, das ist immer gut. Moderatoren kann man nie genug haben. So, Morgomir, Baba J, Lars Konserve, Marcel Lang ist auch dabei. Fuli, hallo. Camparano, mein Freund, wie sieht's aus? Ah, schöner Bär hast du. Schönen Bär hast du da. Moment eben. Ui. Ich bin allergisch gegen Ponses, die sich selbstständig machen. Maruk, Leonie, Dominik, hallo. Furztron, hast du dich echt Furztron genannt? Furztron, ohne Quatsch. Manuel Wissing, hallo. Wertscher, auch wieder dabei. Kenny Sensenopal, guten Abend. Christoph, hallo. Michael Joy, hallo. Lighthouse, servus. Tobias, Jörg, Matrich, Tim Zwackelmann, hallo. Dominik Lang, hallo. Also, mal gucken. Oh, Moment. Wo sind wir denn? Ich glaube, ich habe den Matrich, Tim, Dominik, Redskin, hallo. Einen wunderschönen guten Abend, Michael. Und danke für übrigens für deinen Follow. Vielen Dank. Ich bin noch im Grüßen. 1, 2, 3, guten Abend. Marius Köpke, hallo. Das sind die Fahrzeuge im Kreis gefahren, ja, glaube ich auch. Hallo. Father Reed, hallochen. Stramski ist auch wieder dabei. Danke für das Gesundheit wünschen, kann ich immer gebrauchen. Gesundheit kann man nie genug haben. Das ist kein Bug, das ist Content. Vor allen Dingen hat er so ein bisschen was von Karussellfahren, ne? Der Mario Hirschfeld ist am Start. Schönen guten Abend, Krissel. Ja, schönen guten Abend. Maruk, hallo. Auf dem Rummel habe ich das auch schon mal gesehen. Ich auch. Manuel Lerpers, hallo. Schnitzel, Don Cravallo, einen wunderschönen guten Abend. Don Cravallo ist auch ein schöner Name. Das Profilbild, Profi stundenlang Arbeit, so toll hergerichtet. Ja, das ist nur die Besten der Besten. Ne? Tarek Bohn, danke für deinen Follow. Schön, dass du dabei bist. Sergeant Gunsen, guten Abend. Und Knights ist auch wieder am Start, hallo. Tom Schliebhacke, ja, guten Abend. Splinter ist dabei. Robby LP, hallo. Alles klar, Sergeant Gunnar. Dann danke fürs Däumchen. Ne? So, liebe Leute, das ist Einsatz. Däumchen da lassen, schlafen gehen, aber das Wichtigste ist erledigt. Vielen Dank. Zum Bolt Live, guten Abend. Bavarian Game ist auch wieder da. Das stimmt, das Kirmes DLC ist doch umgesetzt. Guten Abend, Treue. Ja, ich. Und ohne Quatsch, ich weiß nicht, was ich machen soll. Also irgendwie, der läuft und läuft und läuft. Der hört auch nicht auf. Wisst ihr was? Wir machen heute mal was anderes. Ich werde das beobachten, wie lange der so hantiert. Aber wir nutzen heute mal den vom Randy. Da bin ich ganz schmerzbefreit, meine Freunde. Ich finde, das können wir auch mal machen, ne? Wer unsere Geräte ständig benutzt, ich denke, der hat da nichts dagegen. Aber ich könnte auch gleich mal eben fragen, ne? Oliveira, servus. Sonderstream, ja genau, einfach ASMR. Wollt ihr ASMR haben? Also ich einfach nur ein bisschen Musik laufen und dann gucken wir ständig hier drauf, solange wie er läuft. Ich kann jetzt ein bisschen moderieren. Eine Runde können wir noch, eine Runde machen wir noch, eine Runde können wir noch. Steigt ein und seid dabei. Steigt ein und seid dabei, wenn die heißeste Fahrt des Landes wieder losgeht in dem hervorragenden Ponse. Liebe Leute, steigt ein und seid dabei. Eine Runde können wir noch, eine Runde machen wir noch. Die Orangen sind die schnellsten heute Abend. Einmal eingestiegen und Spaß gehabt. Ne? Eine Freude für jeden, für groß und klein. Immer reiner. Kommen Sie ran spaziert, können Sie reingucken, kommen Sie ran spaziert, können Sie reingucken.
Clickbait. Ja, das ist doch kein Clickbait, das ist ja wohl Mega-Content hier, oder? Zum Shop, ja, okay. Ja, das könnte helfen, dass ich den zum Shop schicke. Aber wir haben noch einen Ponzi hier. Dann werden wir den erstmal, also, ich finde, den lassen wir einfach mal fahren, oder? Nee, der hört auch nicht auf, wenn man einsteigt. Das habe ich vorhin schon getestet. Ich kann mal einsteigen. Ja, also, ich mache nichts. Ohne Quatsch, ne? Meine Hände sind hier. Und der dreht einfach. Ich mache gar nichts. Ich habe auch keine Tastatur eingeklemmt oder so. Ich kann mal ein bisschen ranzoomen. Können uns auch reinsetzen, ne? Ihr wollt ja den Speed, ne? Die Runde genießen. Eine Runde drehen wir noch, eine Runde können wir noch, machen wir noch. Ja, den lassen wir auf jeden Fall noch eine Runde stehen. Hallo Sebastian. Wir drehen hier eine Runde auf dem Rummel, ne? Hier ist Spaß, hier ist Freude. Ihr könnt auch noch gewinnen, 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 gewinnen. Während der Fahrt können noch ein paar Lose ziehen. Gewinne, 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 liebe Freunde. Ach, schön. Ach, wisst ihr was? Vielleicht habe ich. Wisst ihr, ich probiere mal was aus. Was haltet ihr denn davon? Wir probieren was aus. Ich hatte schon mal überlegt, ob ich nicht mal diesen Gewinnbot hier bei dem Nightbot teste. Ne? Da hatte der Gott sei Dank mir einige Leute Infos geschickt, wie das eventuell geht. Nein, ich setze ihn nicht zurück. Den lassen wir schön laufen, ne? Wo ist denn die Fischchenbude? Nein, Fische haben wir nicht dabei. So, aber wir testen das mal mit dieser Gewinnnummer und wir machen ganz spontan heute Abend ein kleines Giveaway. Ich hau einfach mal einen Code für das DLC raus. Hatte ich schon überlegt. Machen wir mal. So, Active Keyword. Jetzt muss ich mal tatsächlich mal gucken, wie das läuft. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie das geht. Wie kann man denn hier so ein Gewinnspiel mal machen mit dem Nightbot? Das muss doch auch irgendwie funktionieren, oder? Ach, guck mal hier, da schreiben die Tim Zwackelmann Gaming. Also wieso kriege ich denn jetzt hier die Infos von den Leuten, die dabei sind? Der Trend geht zum Drittporn, sehr genau. Ach so, guck mal, ihr könnt hier was reinschreiben und dann kann ich unter denen wahrscheinlich aussuchen, ne? Random Active User Giveaway. Guck mal hier. Oder Keyword Giveaway. Jetzt guck mal hier. So, ne, Supporter bekommen kein. Ach, das ist ja der Hammer, liebe Leute, was wir hier alles einstellen können. Wollt ihr das mal mitsehen? Warte mal, wir können mal während der Fahrt, nicht, dass es uns schlecht wird dabei, aber wir können es ja mal testen. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert, wenn ihr das denn überhaupt sehen wollt. Wollt ihr das sehen? Wollen wir das mal zusammen machen? Geht ja zum Drittpon so richtig. Und an alle, die dazugekommen sind. Laurian ist auch da, einer der ältesten Abonnenten und Supporter überhaupt. Ne? Der Laurian Engelhardt ist da. Louis Diem, hallo. Jan Behrens, Max Albrecht, hallo. Nee, Motor habe ich auch schon abgeschaltet. Geht nicht, das läuft einfach weiter. Klar, planlos in Stammbad, das trifft ziemlich genau. Ja, pass auf, ich zeige euch das mal und dann können wir vielleicht mal zusammen gucken, wie das hier läuft. Moment, ich muss mal eben dann den Bildschirm, glaube ich, hinzufügen. Quelle, jetzt muss ich mal eben gucken. Browserquelle. Wird das denn angezeigt, was ich dann sehe? Medienquelle. Wir können auch Medienquelle, versuche ich mal eben dazu zu nehmen. Nee, das ist es definitiv nicht. Browserquelle will ich aber auch nicht. Ach, wisst ihr was? Ist egal, wenn ich teile einfach mal meinen Bildschirm. Das ist ja Kiki. Dann nehmen wir mal den Bildschirm dazu und nehmen das Game Capture mal weg. So, jetzt seht ihr das auf jeden Fall, ne? Also, ich mach das mal groß, sonst kriegt man ja einen an der Fackel mit dem Gedreh hier im Hintergrund, ne? Ja, das mit dem Aussteigen funktioniert auch nicht. Motor ist, glaube ich, nicht an. Ne? Wie gesagt, das bringt alles nichts. Patrick, guten Abend. Ja, Patrick, vielleicht kannst du ja noch was gewinnen. Ne? Ich möchte hier das mal eben testen. Also, ich habe das jetzt hier auf Keyword gestellt. Das ist hier beim Nightboard, das sind so Einstellungen. Hier sind, ne, ihr seht schon die User, die gerade alle aktiv sind. Die werden hier gerade aufgerufen. Aber ich wollte ja gerne. Überlegt, dass ich das mit einem Keyword mache. Die Frage ist nur, wo muss ich denn das Keyword eintragen? Da, guck mal hier.
Da machen wir mal alles. People enter the chat to become element. Pass auf, Alpine. Alpine Win. Das machen wir, ne? Jetzt habt ihr es schon gesehen. Wenn ihr also gleich, jetzt noch nicht, gleich. Enable Anti-Spam. Random Active User Giveaway. The post occurred multiple times. Okay, also hier steht tatsächlich, wenn ihr das mehrfach rein postet gleich, dann bekommt ihr das nicht. Ne? Reload. Wieso? Ihr seht es doch, oder? Also ich sehe es bei mir hier, das müsste so eigentlich passen. Startgewehr. Achso, jetzt wird wahrscheinlich noch kein Film. Ne? Okay, alles klar. Also ihr müsst eingeben Alpine Win. Und ihr dürft nicht spammen. Also ihr dürft nicht zweimal reinschreiben, sondern einmal nur. Ansonsten werdet ihr rausgeschrieben, rausgestrichen. Und dann bekommt ihr von mir an die... Ja, müsst ihr mir schreiben, ne, dass ihr die... welche im Discord, welchen Namen ihr dann habt. Oh, ihr müsst Alpine Win mit großem W-I-N reinschreiben, sonst wird es wahrscheinlich nicht hinkriegen. Also genauso wie ich geschrieben habe, würde ich mal sagen. Mit großem A und großem Win. Ja, machen wir das mal. So, wollte ich immer mal testen, warum denn nicht mit so einem Ding? Andreas Köntke, guten Abend. Wie viele Runde hat der Hirschwitt heute im Ponse gedreht? Ja, genau, das können wir auf jeden Fall mal machen. Nein, nicht alles groß geschrieben, nur Win. Das müsste noch hier im, müsstet ihr doch sehen können, oder? So wie die meisten das hier gerade schreiben, so funktioniert das. Ja, wir machen das, wisst ihr was, solange fahren wir einfach nochmal eine Runde. So, bitte, der fährt noch immer. Ja, und wie gesagt, der ist tatsächlich aus, ne? Ich kann nochmal noch Licht ausschalten. Also der LKW da hinten ist an. Wir können auch vorne am Arm mitfahren. Ach, guck mal. Arm bewegen, dann hört er auch... Nein, er hat aufgehört. Wie schade. Ich habe den Arm bewegt. Okay, er hört auf, wenn man den Arm bewegt. Das ist aber schade. Ja, bitte. Ach, guck mal. Alpine, nö, damit kann man nicht gewinnen. Das ist so. Batterie alle, das kann auch sein. Mal gut, dass wir den Motor wenigstens noch starten konnten, ne? So. So. Gucken wir, dass wir den vorne zu packen kriegen. Ich weiß gar nicht, kann man den eigentlich mit dem Ponzo auch einfach nur packen, ohne den zu schneiden? Ich glaube nicht, ne? Ich versuche den gerade nochmal wieder neu zu packen. So, dann müssen wir halt die Scheibe abschneiden. Dann ist das so. So, haben wir denn jetzt die 7 Meter da drin? Ne, haben wir nicht. Da haben wir das nämlich schon. 7. Vielleicht kriegen wir das ja nochmal hergestellt, ne? Vielen Dank. Wofür? Krissel, wofür? Ziemlich einsiegiger Shit gerade, ja. Also bei mir ist jetzt gerade 22.28 Uhr und um 22.30 Uhr auf meiner Uhr werden wir das beenden. Das Sinn der Spannung. Nein, da habe ich noch nicht ausprobiert und ich werde das auch nicht ausprobieren, weil ich sowieso schon viel zu viele Bildschirme ab, auf die ich gucken muss. Ich habe hier drei Bildschirme stehen, worüber ich kontrolliere, was ihr so tut. Ach, für das Gewinnspiel, na gern. Das stimmt. Das, also danke könnt ihr natürlich auf jeden Fall sagen. Ja? Ich nehme gerne als Danke den Daumen. Das hat auch gerade jemand geschrieben. Ne? Das ist auf jeden Fall ein adäquater Dank. Was gibt's zu gewinnen? Hast du mitgemacht? Schon mal pauschal. Ich mache was zu gewinnen. Da bin ich dabei. Das Alpine DLC natürlich, sonst würde ich Alpine Win nicht da reinschreiben. Ja. So. Und das machen wir so, dass ihr mich, also derjenige, der gleich gewinnt, mich auf Discord anschreibt und dann kann ich
Dann werde ich mir das aufschreiben und sobald ich den Code habe, bekommt ihr das dann natürlich. Ja, dann ich meins. Gute Nacht. Dann machst du das Video zum Dashboard? Ja, das kann ich gerne mal machen, diese zu diesem Mod-Manager, ne? Genau, Daumen kostet nicht. So, 22:30 haben wir. So, liebe Leute. Und damit das auch rechts zugeht, ich hoffe mal, das funktioniert. Ich habe das zum ersten Mal gemacht. Ne? Ansonsten machen wir das irgendwie nochmal neu. Da haben wir das. Guck mal hier. Riro TV. So, Freunde, hier. Riro TV hat gewonnen. Hat er denn überhaupt das reingeschrieben? Riro TV, bist du denn überhaupt da? So, das geht aber hier, ne, alles schön mit rechten Dingen zu, hoffe ich. Bitte sag mir, dass Riro TV mitgemacht hat. Kann das einer mal prüfen? Ich versuche gerade da mal hoffentlich hat das funktioniert. Ich möchte jetzt kein mit, ja, hat er. Cool. Ja, guck mal hier, da ist er. Riro TV, bitte schreib, kommt mal bei uns in Discord, dann schreibst du mich mal bitte an und dann kriegst du über den Discord eben die, ja, hier die, den Code. Also wie gesagt, der muss natürlich da sein, ne? Aber am Morgen des Alpine Days ist, wenn ich dann den Code in meinem Postfach habe, dann kriegst du den natürlich zugeschickt. Und wie gesagt, schreib mich bitte im Discord an und dann gibt's das. Discord mit Ausrufezeichen Discord bei uns hier im Chat. Ne? Dann kannst du das auch bekommen. Und von mir natürlich auch herzlichen Glückwunsch. Ne? Mal eben, ne? Abends eingeschaltet und schon mit Geschenk bekommen. Ist das verrückt? Es ist einfach verrückt. Und ich habe hier den Nightbot getestet. So, jetzt können wir wieder umschalten auf Game Capture. Ne? So. So. Ja, dann können wir hier weiter Bäume fällen. Applaus, Applaus. Ach so, ja, stimmt, Applaus. Die Menge tobt, die Menge jubelt. Alles klar, Patrick, gute Nacht. So. Nun mach schon. Kann ich das Akt sein hier? Ja, jetzt kann ich da eigentlich den Ponzo von Renny wegfahren, ne? Komm, drehen den Baum ein bisschen rum. Elektronaut, guten Abend. Ich muss gleich hier die Fenster wieder ein bisschen gerade ziehen, sehe ich gerade. Das ist mir alles zu verschoben hier. So. So. Das haben wir. Was wollte ich denn jetzt noch machen? So. Kruzifix. So, ich schreibe mir das aber erstmal auf. Liebe Leute, damit ich das nicht vergesse, ne? Das wäre ja. So. Ja, Sascha, du hast ein Gewinnspiel verpasst. Wir haben direkt hier mit Gewinnspiel gestartet heute Abend. Musste ich mal dringend testen, habe ich noch nie gemacht mit dem Nightbot. Funktioniert aber. Funktioniert tatsächlich. Frage ist, wollen wir gleich. Achso, ich wollte den Ponzo von Randy wegstellen. Und wir haben Karussell gefahren. Ja, auch das ist nicht zu verachten. Also ich finde, das war schon eine schöne Nummer. Karussell kann nämlich noch lange nicht jeder fahren. Danke dir, Luis. Dann dir noch eine schöne Nacht. Schlaf gut. Ja, ich hoffe, morgen ist es schon drin oder vollständig drin. Das ist ja immer so eine Sache. Ne? Die letzten 2 Stunden kriegt man immer zu sehen. Aber, ja, obwohl so viel mehr, 2 Stunden werden es auch nicht mehr dann werden heute Abend. War eine entspannte Nummer hiervon, ne?
Daniel Ulrich, guten Abend. Ja, schön, dass du auch da bist. Wenn du bei uns im Discord dich angemeldet hast, dann schreib mich gerne direkt an. Ich müsste eigentlich im Discord oben rechts stehen als Admin und dann schreib mich gerne per PN an. Ja, heiß Matsch, dann dir auch eine gute Nacht und schön, dass du da bist. Oder warst, jetzt ins Bett gehst, wie auch immer. So. Nein, ist falsch gefallen. Ja, Riro hat funktioniert. Das High habe ich bekommen. Werde ich mir natürlich festhalten. Wie gesagt, an die Adresse wirst du es bekommen. Jetzt habe ich den schon wieder hier hängen. Ja, komm, ist egal. Wird wieder aufgehen. Ja, Benjamin Button. Das meiste hat nicht ein Rennfahrer. Button, heißt der nicht auch Benjamin? Riro, gerne. Ja. Übrigens habe ich da eine verrückte Geschichte, wo wir gerade bei Glück sind. Ich habe mal einen Lehrer gehabt, in frühen Jahren. Ja, es ist okay, das kann ich euch erzählen. Ich weiß gar nicht, ob der noch lebt. Aber das war ein absolut cooler Typ. Der hat während des Unterrichts noch eine Firma geleitet, die von seiner Frau. Das war natürlich sein, aber er durfte natürlich nicht so viel nebenbei verdienen. Und der hat mal erzählt, wie der mit Bewerbungen umgeht. Ja, das war doch die Zeit, wo man viele Bewerbungen kriegte, ne? Kein Fachkräftemangel hatte. Das war vor 30 Jahren. Und der hat mal gesagt, wenn er für einen Job 50 Bewerbungen kriegt, dann nimmt er sich den Stapel und nimmt die Hälfte runter und schmeißt die weg. Ja, dann haben wir gesagt, warum schmeißt er die Hälfte weg? Also, das macht ja gar keinen Sinn. Und dann sagt er, die haben Pech gehabt. Und Leute, die Pech haben, die kann ich ja nicht gebrauchen. Knallharter Knochen, der Typ, echt. Aber der hatte was. Also, das jetzt nicht unbedingt, also das ist vielleicht so ein bisschen weniger wertschätzen, aber der Typ war voll drauf. Also, der hat auch viel richtig gemacht. Also, von dem konnte man durchaus ein paar Sachen lernen. Was ist das hier mit dem Mikado heute Abend? Das funktioniert ja überhaupt nicht. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ja, mich brauchen jetzt nicht alle anschreiben, ne? Also, Riro, das passt schon, aber die. Wenn mich hier jetzt jeder anschreibt, also ich sehe gerade, wie über Discord die Nachrichten eingehen, das müsst ihr nicht, das lohnt sich nicht, also ich kann nicht auf alles antworten. Ach, wisst ihr was, kommt hier, machen wir dazu. Es ist einfach so. Jensen Button heißt der, genau, danke dir. Der Baumstumpfräser am Ponsel, das stimmt, das wäre schon cool. Und ein Mikado-Berechnungsskript, ne? Das wäre auch cool. Die Bäume alle nachher dann noch wegholen. Genau, Benjamin, das Leben, Benjamin Button, der lebt rückwärts, oder wie war das? Das war so, ne? Ja, genau, der lebt rückwärts, ja. Genau. ASW Frankie, hallo. Wofür steht denn das ASW? Autonome Superwoman. Hm. Möglich. Oder vielleicht was anderes. Ja, mir geht's gut, Mr. Button. Das stimmt, das hat Brad Pitt gespielt, ne? Der als alter Mensch auf die Welt gekommen ist und dann immer jünger geworden ist. Mir hat gerade jemand gefolgt, aber ich habe das wieder nicht genau. Forstwinkler oder so. Vielen Dank für deinen Follow. Schön, dass du dabei bist. Danke dir. So, müssen wir hier ein bisschen zusammenschieben, dann läuft das auch. Alles klar, gute Nacht, Sebastian. Schön, dass du da warst. Die Frage ist eigentlich, wir haben, glaube ich, auch noch jede Menge Klee. Wir könnten auch noch überlegen, ob wir den Klee verkaufen. Müssen wir mal gucken, ob die Preise gut sind. Und ich habe gesehen, bei den Schafen ist die Wolle... Oh, nee, das wird wieder nicht funktionieren. Oh, kriegen wir den da raus? Ja, wir kriegen den sogar rausgezogen. Guck mal. Ach, locker. Easy. Es
geht einfach nicht vorwärts, wenn Frau Hirschfeld fehlt. Ja. Hier ist passiert auch im Moment nicht mehr viel, ne? Tantalus G60. Vielen Dank für dein Follow. Chaco, guten Abend. Es gibt immer schöne Sachen aus der Modding-Werkstatt, ja. Aber ich habe im Moment noch keine Aufnahme gemacht. Aber es gibt immer was Schönes. Es gibt natürlich etliche Projekte, die laufen, ne? Das kann ich schon sagen. Aber ich verrate nichts. Ich darf auch nichts verraten. Ich kann aber sagen, es wird wieder was geben. Guck mal, da kommen die zwei Bäume auch runter. Können wir uns die gleich erstmal da wegklauben. Frau Hirschfeld ist am Nähen. Was? Du musst den Baum durch die Lasche ziehen. Da musst du. Ja, genau. Apropos Lasche. Vielleicht lassen wir ein bisschen Musik laufen. Passt das für euch von der Lautstärke? Ist ja immer so eine Sache. Meister Ludolf, guten Abend. Die Lampen von der Hot. Die Hot Lights. Ich würde behaupten, dass die an dem Objekt zu verkaufen sind. Ach so, das kann sein am Boden. Dass du auf den Boden klicken musst, der unter diesen Lampen ist. Du meinst wahrscheinlich die am Gebäude angebracht sind, ne? Wie gesagt, versuch's mal am Boden. Das wäre mein Ansatz. Was heißt denn, du hast den Bonzfahrer besser schulen. Ich kann die total super fällen, wenn ich nicht die ganze Zeit in den Chat gucke. Tom, vielen Dank für deinen Follow. Schön, dass du dabei bist. Das mit der Lautstärke soll ich Werner erklären. Du, ich glaube, der macht das absichtlich so. Das ist nur eine Vermutung. Ich glaube, das ist der perfide Masterplan, der dahinter steht. Oh, wer hat denn von euch die Kriegserklärung gesehen, die Werner heute in sein Thumbnail geschrieben hat? Hä? BG Logistik versus Hirschfeld Logistik. Das ist ja wohl Frechheit. Also, da kann man ja wohl mal sagen, da müssen wir den Werner uns auch nochmal ranholen, ne? Der einfach so was da reinschreibt. Vielleicht gibt es da irgendwann mal eine Challenge, Freunde. Logistik-Challenge, da lasse ich mir was einfallen. So einen Werner mal zu einladen. Dass die schlafenden Hunde geweckt werden, ja genau. Die Großraumdisco, ja, das ist bei Werner. Also wer Disco möchte. Aber es gibt ja auch viele, die da Spaß dran haben. Also jetzt müssen wir auch mal sehen. Ne? Und das Schöne ist ja im Feldversuch, ihr habt ja alle Möglichkeiten. Ihr könnt ja bei jedem, wo ihr gerade Spaß habt. Also das ist ja der Hammer. Ihr habt ja ein Projekt und ihr könnt euch den Streamer gerade aussuchen, den ihr am coolsten findet, der die beste, also die Musik laufen lässt, die ihr gut findet. Wir haben ja so schöne Abwechslungen da drin. Hoffe tatsächlich, dass wir sowas in der Art, wir werden ja tatsächlich, es gibt ja ein zweites Projekt, ein Folgeprojekt, dass wir sowas in der Art noch häufiger machen. Weil irgendwie macht das Spaß. Und ich finde, das ist für euch ein massiver Mehrwert. Ne? Ihr verpasst nicht so arg viel, ihr könnt an unterschiedlichsten Stellen gucken, was die Streamer so machen. Und ihr könnt euch das aussuchen, wo ihr gerade am meisten Freude dran habt. BG-Logis, was? Ja, genau. Alle deine YouTube-Abos auf einem Server. Na guck, das ist ja hervorragend. Na komm schon. Aha. Nein, der fällt wieder falsche Richtung, oder? Ah, der hat noch. Ah, der geht noch. Guck mal, haben wir ihn gekriegt.
um mal etwas Partygefühl zu haben, ist echt cool. Ja, wie gesagt, gucken sich ja auch viele dann entsprechend an. Und Werner hat ja selber Spaß dran, ne? Ich glaube, das ist auch manchmal cool. Ich bin halt selten so bei mir zu Hause in so einer Party-Laune, um so eine Musik zu hören, aber warum nicht? Aber vielleicht bin ich auch grundsätzlich nicht mehr so in der Party-Laune. Oh, und manchmal. Dein Daumen funktioniert ja, guck mal, hervorragend. Wie ist es denn bei den anderen? Funktionieren die auch alle? Habt ihr die alle getestet? Unordentlich, guten Abend. Ivan ist da, hallo. Wie viel Salat hatte er da drin? Kopfschütteln? Was? Wo? Wo drin war Silage? Ja, absolut. Der Werner macht das wirklich super. Ist echt schön. Tschuck. So, Aaron. Jetzt, ich glaube, ich spinne. Kennt ihr die Netto-Werbung? Dann geh doch zu Werner! Hirschfeld Logistik, Daumen nach unten, schreibt er hier rein. Das ist ja unglaublich. Freunde, wo ist denn der Shitstorm, wenn man mal einen braucht? Ja, und guten Abend. Frechheit, ey. So, Hirschfeld Logistik waren die ersten Logistiker im LS. Gab vorher keine anderen. Also keine wirklichen. Der Rest ist alles nachgemacht. Ah, dann werden wir dann wirklich mal offen halten. Machen wir das mal auf. Da. Permaband. Ja, genau. Nein, nicht für so eine Aussage. Da muss schon mal mehr kommen. Ah, ich denke, Ecki geht's gut. Da müsst ihr euch keinen Kopf machen. Ecki hat sich tiefenentspannt jetzt. Ist die falsche Map für die Musik? Meine jetzt hier? Ja. Oh. Ich kann mir mal einen Cowboy-Hut aufsetzen. Dann ist der Cowboy auf der Stappenmach. Howdy, Partners. Oh, a little bit of wood here inside. Ja, Toys Play World. Hallo. Schmeiß den Aaron raus, schmeiß den Aaron raus. Jetzt habe ich es im Kopf. Siehst du das? Hirschfeld Logistik macht alles. Mit seinen zwei BG-Trailern. Ja, das stimmt allerdings. Als hat er zwei BG-Trailer, meint schon, er wäre Logistiker. Ja, so sieht er aus. Freunde, das ist ja, ha. Da lache ich darüber. Ahahaha. Aber ich habe mir schon drunter geschrieben, der Federhandschuh ist geschmissen. Ich wähle Ort und die Art der Waffen. Slash LKW natürlich. Ach so, ja, der hat tatsächlich unseren Map-Crashing-Trailer, ne? Der hat die volle Last genommen mit 250.000 Liter oder 300.000, haben wir den mal umgebaut, ne? Den hat er ja aus unserem 10-Stunden-Stream, da habe ich ihn dem damals geschenkt. Also der Trailer ist ja von mir, von daher fährt er ja quasi mit meinem Trailer durch die Gegend. Muss ich ihm nur erzählen, dass das ein Auslaufmodell von Hirschfeld Logistik war. Vielleicht sind dann die Sprüche weniger groß. Alles klar, ASW. Gute Nacht. Schlaf schön. Guck mal, 250 Tonnen, okay. Ja, wie gesagt, ist der aus unserem Map-Crashing-Paket. Den hat der Werner einfach nicht zurückgeändert für ein realistisches Projekt. Und mit den normalen Maschinen kannst du natürlich nicht fahren. Ne? Du musst halt ordentliche Geräte davor hängen. Klar, die kannst du so ein bisschen ziehen, aber du solltest schon auch gemoddete oder umgebaute Fahrzeuge dafür haben, wenn du 250.000 Liter ordentlich über die Karte ziehen willst.
alle LS-Größen auf einem Haufen. Das ist aber schön, dass ihr mich damit reinzählt. Das freut mich. Für den Trailer braucht er noch eine Zugmaschine. Das ist absolut richtig. Er könnte mich ja fragen. Dann würde ich ihm eine hervorragende Zugmaschine von Hirschfeld Logistik zur Verfügung stellen. Wie gesagt, der Fan bringt es wahrscheinlich gerade eben, aber so richtig weit kommst du mit dem nicht. 250.000 Liter ist halt auch nicht ohne. Und ich glaube, Werner hat dieses Realistic, also die realistischen Gewichte drin, ne? Dadurch ist der ja tatsächlich nochmal das Doppelte schwerer. Weil Giants die Gewichte ja normalerweise halbiert und mit diesen realistischen Gewichten sind die doppelt so schwer. Das heißt, bei einem normalen Spiel hättest du damit 500.000 drin. Oh nein, jetzt das schon wieder hier. Ach, weißt du was, dann nehmen wir den einfach dahinter. Ende Gelände. Genau, es gibt den Hirschfeld Extreme. Mit dem kannst du dann auf jeden Fall ziehen. Da musst du keinen Kopf machen. Nax, guten Abend. Ja, und schön, dass du wieder da bist. Ich hoffe, es geht dir gut, wenn du so lange nicht da warst. Es ist nichts Schlimmes vorgefallen. Aber es ist halt, eigentlich können wir sie auch hier hinlegen, wenn die gerade schon mal so schön liegen. Das können wir nachher mit dem LKW abholen, dann, ne? Wieso wackelt der denn so? Ah, jetzt nicht mehr. Obwohl, das ist so, ne? Bei diesen riesen Bäumen, wenn ihr die zu schnell bewegt, dann fangen die an so zu vibrieren. Also die haben dann schon so eine... Der Baum ist ja kein Betonklotz. Wie gesagt, also vertut euch nicht. 250.000 Liter mit realistischen Gewichten und da müsst ihr den Mod auf jeden Fall angepasst haben, sonst geht es nicht. Aber irgendwie die Physik hat doch hier gerade so. Guck mal, seht ihr, wie der so wippt? Er hat die NF-Map in die Pause geschickt. Ja, so ist das, weißt du? Das ist genau das Thema. Erstmal Hirschfeld Logistics raus. Rausfordern und dann in die Pause gehen damit. Oh, Freunde. Aber, wie gesagt, vielleicht sollte der Werner mich einfach mal fragen. Da muss ich mich mal drauf ansprechen. Da kann man ja einen entsprechenden Zugmaschine für fertig machen. Das ist nicht das Problem. Ah, okay. Dann schön, dass du wieder zurück bist. Ja, Chris, das kann man probieren, das stimmt. Aber das so oft kann ich es dann doch nicht machen. Wir machen irgendwann vielleicht nochmal eins, aber das muss ja auch. Also ich habe keinen Stress damit, von dem Geld, was bei YouTube in den Werbeeinnahmen reinkommt, auch mal was abzugeben. Aber das, wie gesagt, es ist nicht so, als würden hier Tausende von Euro jeden Monat anfallen. Das auf keinen Fall. Aber ich gebe euch gerne was zurück, ne? So ist es nicht. Den Arm mit Gamepad bin ich da gerade dran. Es gibt keine anderen Streamer, ja. Ja, frage mich auch, wo kommen die alle her? Also, wir sprechen hier immer von so Fremden. Bayern holt den Pott tatsächlich. Wie sieht's denn da aus? Guck mal, habe ich noch gar nicht reingeguckt. Wie steht's denn da? Ich mache hier aktuellen Stand. Können wir hier im Chat mitmachen? Du hast viel verpasst in der Zeit, ja, was hast du gesagt? 2,5 Monate? Da ist einiges passiert, ne? Hatten wir den Feldversuch schon gestartet? Als du dann raus bist? Ach, die haben schon gewonnen! Kampf der Werner Logistik? Was? Nein, Kampf der Logistiker, wenn überhaupt.
Nicht der Werner-Logistiker. Da bin ich ja nicht dabei, dann kämpft er mit sich alleine. So. Du fällst in die richtige Richtung, ne? Du fällst falsch. Du fällst falsch, dann sehe ich schon vom Start an, dass du nicht richtig fällst. Mr. Henne, guten Abend. Oliveira, ja, vielen Dank. Ja, Aaron, ich glaube, wir zwei für heute Abend erstmal nicht mehr so eins werden. Das ist, glaube ich, klar, ne? Nach der Nummer mit dem mit der Logistik. Also das tut dich überhaupt noch traust, was zu schreiben, sag mal. Ja, Werner BG Logistik. Also jetzt setzt sich alles auf. Stan, habe ich schon guten Abend gesagt? Ich glaube schon, ne? Eine Idee für das Projekt zu alle zwei. Ja, das habe ich schon gelesen. Das hattest du schon mal geschrieben, ne, Matthias? Das wird wohl nicht passieren. Und vor allen Dingen, was soll ich denn mit den runtergeranzten Höfen? Da haben wir auch nichts davon. Und da fehlt auch das, was wir eigentlich brauchen. Ja, es ist keine Challenge, also freundschaftlich mit ein bisschen Spaß, aber so ein bisschen dieser Ehrgeiz, den einen schönen Hof zu machen und sich das da schön einzurichten, hat man ja schon, ne? Ja, dann auch von mir Glückwunsch an die Bayern-Fans, das ist ein guter Hinweis. Echt, Daumen immer noch kaputt? Ja, das ist ein altbekanntes YouTube-Problem, dass die Daumen nicht in Ordnung sind. Ja, guck mal hier. Den habe ich schon schön wieder falsch rumgefällt. Aber den legen wir direkt hier in den Wald und dann passt das wieder. Lass ihn ein bisschen trollen. Ja, bitte. Ja, Tim. Grüß Gott zurück. Nix war mit Werner. Werner hat heute so einen virtuellen Federhandschuh geschmissen in seinem. In seinem Video von Hirschfeld Logistics Plus hat er gar nicht viel gesagt. Eines Tages war das irgendwie bei Minute 8, glaube ich, mit einer ganz kurzen Nummer. So, wieso hattest du den jetzt nicht genommen? Aber da bin ich ja genau die Richtige für sowas, ne? Schrotti, hallo! Aaron! Jetzt nicht den Fahnenschwenker machen. Wenn du einmal die Position bezogen hast, die musst du auch halten. Ja. Das stimmt. Ein Ansgar-Freund. Das kann natürlich sein. Nein, Ansgar wird tatsächlich in dem nächsten Projekt eine andere Rolle einnehmen. Ich weiß aber nicht, ob ich das schon erzählen darf, deswegen. Aber er ist, wird in einer Form dabei sein. Ich glaube, es geht um BG-Logistik, oder? Das ist kein extra Logo, das ist die Standard-BG-Anhänger. Der 250.000 Liter Kramper, der ist gut. Den haben wir ja in unserer Map-Crashing-Aktion immer verwendet. Der funktioniert hervorragend. Du musst nur eine richtige Maschine dafür haben, dann funktioniert der auch gut. Der ist überhaupt kein Mist, nur weil den. Also, das liegt nicht am Anhänger, Freunde. Das kann ich euch sagen. Könnt ihr in ganz vielen, also wer nochmal den 10-Stunden-Stream sich angucken möchte, zu unseren 10.000 Abos, da haben wir den Werner ja damals eingeladen, da war das, ist der ja als Geschenk hervorgegangen. Und da, das funktioniert nicht. Und da kann ich euch sagen, der hat wunderbar funktioniert. Das ist, könnt ihr da gerne nochmal nachschlagen, ne? Natska wird Geld eintragen, wie die Strafkammer, ja. Ja, genau. Irgendwas sowas mit ein paar Disziplinen, Logistiker, irgendwas in die Richtung sollten wir auf jeden Fall mal machen. Ja, ich hätte schon ein paar Ideen.
Aber nicht den Ponzo vielleicht. Aber da wäre sicherlich sowas dabei wie vielleicht auch mal so zwei, drei Bäume fällen und wegtransportieren. Ja, vielleicht machen wir da was in die Richtung. Ich habe da schon so die eine oder andere Idee. Als Bürgermeister, klar, kann man sich den vorstellen. Aber ne, wir brauchen ja, wie gesagt, wir haben hier keine Challenge, wir brauchen hier keine Polizei, keine Bürgermeister, das ist kein Rollenspiel. Brauchen wir alles nicht, haben wir alles nicht nötig. Mal gucken. Drehschemel rückwärts einparken ist sicherlich so ein Ding, das kann man auf jeden Fall auch mal machen. Was? Nein, der Ansgar. Nein. Nein, der wird gut, der wird super. In True Farming gibt es eine Spedition, ja, wahrscheinlich aber kein Hirschfeld Logistics, ne? Das können ja nur Anfänger sein. Ja, ach, die können auch bei der Challenge mitmachen. Hier, wir machen alles. Freunde. Mit 12 Platten, was denn für Platten? Rotluft, David, Servus. Okay, also ist nicht gewünscht. Chris, dann lassen wir raus. Kommunalstraßen, das wäre auch cool, wenn wir Seasons machen würden. Dann bräuchten wir auch jemanden, der. Die, obwohl, dann hätten wir ständig Schnee auf der Karte und das räumt keiner weg, das wäre auch nicht so gut. Kahlschlag. Guck mal hier, das ist gleich so weit. Wir haben hier gleich die Bäume und das ist gar nicht mehr so viel. Ja, ein paar haben wir schon noch. Und die müssen auch noch wegfahren, ne? Aber dann könnten wir auf jeden Fall heute Abend nochmal umziehen. Wir haben ja hinten auf jeden Fall auch noch die anderen Bäume und dann hätten wir das Primärziel mit den Bäumen schon mal erreicht. Aber ich kann die auch mal eben hier ein Stück weiter hinlegen, ne? Genau, so ein Hirschfellkarton mit Eierkartons vollpacken, das, also solche Sachen, ne? Das macht auf jeden Fall. Obwohl, das ist ja tatsächlich eine Nummer, die man per Hand machen müsste. Also ich möchte schon auch irgendwie Geräte nutzen, ne? So ein wirklich Logistik, Gabelstapler und solche Sachen. Ich sehe eher sowas Richtung Palette. Aber wie gesagt, liebe Leute, ich habe Werner gerade mal einen Kommentar auf seinen Kommentar geschrieben. Also ich bin mal gespannt, ob er überhaupt darauf eingehen möchte. Von daher ganz ruhig. Sollte man nicht zu viel rumspinnen. Vielleicht möchte Werner das doch gar nicht, obwohl er den ersten den Federhandschuh geworfen hat, ne? Würmel, guten Abend. Haben wir es wieder geschafft? Haben wir ihn wieder? Kriegen wir den da runter? Ne, kriegen wir nicht.
Komm, ja, dann lass mal los. Ende. Ja, wie immer, hier ein bisschen Mikado. Aber die kriegen wir nachher runter. Muss man, ne, entspannt sein und dann können wir die nachher anpacken. Oh, der fällt auch wieder schief, das haben wir gedacht. Oh, der wird sich da. Haben wir den noch rausgezogen? Ich habe irgendwann mal die Idee gehabt, vielleicht doch mal bei so einem Forstunternehmen anzufangen, so einen Ponzo zu fahren. Aber wenn die meine Videos sehen, dann, werde ich in meinem Leben wohl kein Ponzo fahren. Boah, das ist schon mal cool. Also diese Forstdinger, das ist schon eine coole Nummer. LS ist bei uns auch nicht ASMR, das wäre schon noch eine andere Nummer. Aber man muss schon festhalten, dass es halt unterschiedliche Streamarten gibt und True Farming ist halt was anderes als das, was wir hier machen. Ne? Muss man auch festhalten, das kann man schon, glaube ich, gut sagen. Ja, genau, die Typhoon, aber die schmeißt immer Fehler. Die ist aber mit irgendeinem Mod nicht klargekommen, den wir neu draufgenommen haben. Also es gab tatsächlich so massive Fehler, dass die Leute nicht spielen konnten. Und dann haben sie die Typhoon runtergeschmissen. Die hat ja immer Fehler. Aber irgendwas ist hier draufgekommen, was dazu geführt hat, dass es nicht mehr weiterging, ne? Nux, ein Update von der Karte. Da kann ich dir eigentlich nur empfehlen, ich habe Hofbau-Videos oder Hofbau-Videos, also Videos und auch Streams, glaube ich, gemacht. Also ich kann dir das gerne hier zeigen, was wir hier gekauft haben. Aber ich muss zugeben, ich bewirtschafte nur einen Teil davon. Also das Rote ist meins. Und ich habe tatsächlich auch letzte Tage einfach nur 2 Millionen hier ausgegeben, um zu sagen, hallo, ich bin da. Das war es nicht. Das hier hat Randy gekauft, der hat davon ein Feld gemacht hier oben. Das ist alles ein Feld, sogar über die Wassergräben hinweg. Ich habe einfach nur gekauft, ne? Kaufen kommt von. Helve kommt von Hale, sagt man hier. Wie sagt man so schön, eine kleine Machtdemonstration. Achso, warte mal, ich könnte den einfach auch bei 7 Meter nehmen ungefähr und dann schneiden, ne? Dann hätten wir gar nicht das Problem, dass immer nur so ein Meter übrig bleibt. Sind das ungefähr 7 Meter? Das passt, das ist nicht so weit weg davon, oder? Guck mal hier. Gar keine blöde Idee. Ja, hätte ich vielleicht vorher drauf kommen können, ne? Genau, bisschen flexen, so sieht's aus. Das war der Hintergrund. Missing Global Company, fehlt mir ein Mod. Ja, ich müsste die ganze Anzeige sehen, was da fehlt. Aber es könnte auch sein, dass einfach nur eine Übersetzung fehlt. Schwer zu sagen. Guck mal, die Bäume können wir doch einfach da hinten hinkippen lassen, oder? Gucken wir mal. Unser Mod-Ordner für Feldversuch ist gar nicht so groß. Ich meine, es sind 5 GB. Aber ich guck mal eben. Ich meine, es sind 5 GB. Ich noch okay finde dafür, dass so viele Streamer sind. Ich gucke. Moment. Ich muss mir die Eigenschaften angucken, damit er das zusammenrechnet. Ich erzähle sogar Quatsch. Es sind nur 3,1 GB. Also inklusive Karte völlig in Ordnung. Genau, weil man es kann. So sieht's aus.
geht auch. Können wir auch hier hinpacken. Who the fuck ist Simone? Ne. Ich würde. Du meinst where, oder? Ja, stimmt, Simone ist heute Abend noch gar nicht da. Die Beta-Version von der Voldemap? Nein, habe ich nicht. Aber ich bin auch nicht so nah an der Karte dran. Heute fehlt die Frauenpower. Warum? Gibt es hier irgendjemanden, der... Naja, 3 GB ist jetzt nicht so groß. Das ist schon okay. Ich habe von Leuten gehört, die haben 100 GB da drin. Die haben alle Mods in ihrem Mod auch noch 10 Karten und so ein Kram. Also 3 GB für die Anzahl an wirklich, ohne Frage, Streamer, die, wo wir doch alle was dazu tun konnten, ist 3 GB völlig in Ordnung. Und wir haben das Modding-Weltpack dabei. Also durchaus so ein paar große Mods dabei. So, jetzt schneid doch den Baum ab hier. Ja, Switty ist da, aber ich glaube, Switty ist eingeschlafen. Gibt's jetzt für den LS? Nein, es gibt den schon länger, den Mod Folder Manager. Den gibt's schon ganz schön lange für den LS. Ja, zeigt er. Z ist das hier, oder? Nee, zeigt er tatsächlich nicht. Nö, zeigt er nicht. Aber es ist immer Z. Also in dem MRF hier zeigt das anscheinend nicht an, aber der normale zeigt da Z an. Jetzt schneid den Baum da ab, das ist ja wohl nicht dein Ernst. Ich bin heute tatsächlich allein, ja, der Randy ist noch im Chat. Dabei können wir mal eben gleich Hallo sagen, aber der ist auf einer anderen Karte unterwegs. Aber hier auf der NF Marsch bin ich, auf der NF Marsch, also der Randy ist auf der NF Marsch unterwegs, ich bin hier auf der Stadtmach und die auf der Stadtmach bin ich heute alleine. Wollte auch noch ein bisschen Geld machen, ein bisschen Holz runterholen. Gucken wir mal, was wir zusammenkriegen an Geld und dann vielleicht kaufen wir gleich noch ein paar Länder. Das kann ja gar nicht genug Länder rein haben. So, er schneidet ab. Ach, jetzt fällt er da lang. Ja, bitte, auch egal. Du. Das stimmt, Werner nimmt heute immer auf, ja. Also sonntags immer auf, das ist so. Der Stefan macht Sonntag immer seinen freien Tag. Der Prodi ist schon im Bett um die Zeit. Und ja, Ansgar macht bestimmt auch irgendwas. Zaman, hallo. Das kann ich euch nicht sagen. Die, wir werden die neue Karte tatsächlich nur mit ein paar Grund-Script-Mods starten.
Sowas wie SimpleDC und grundsätzlich Global Company, denke ich. Manure vielleicht, wenn es die Karte hat. Miles Plus, wenn es die Karte hat. Aber ansonsten wird die Vanilla starten und wir können jede Woche einen, jeder darf jede Woche einen Mod hinzunehmen. Ne? Vielen Dank für deinen Follow. Dankeschön, dass du dabei bist. Von daher das schon zu den Regeln, die bisher so angedacht waren. Von daher wird es deutlich weniger Mods geben, da werden wir länger brauchen und wir werden ja auch mit Null starten. Ne? Wir werden das Projekt, ich weiß nicht, ob es andere schon gesagt haben, aber so wie es aussieht, nehmen wir einen Vorschlag, bei dem wir tatsächlich mit einem Pickup und einer Motorsäge starten. Kein Quatsch. Ich weiß gar nicht, ob die Lohnaufträge dann von Anfang an erlaubt sind. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Das ist eine Challenge für mich, die, dass wir mit so wenig Mods starten, oder was? Ja. Ja, ich glaube, die Karte steht schon beinahe fest. Es gibt auf jeden Fall einen heißen Anwärter. So viel kann ich sagen, aber das muss zu 100% feststehen. Und dann kann ich dazu mehr sagen. Das werden wir aber auch zusammen dann verlautbaren. Also wir werden die ganzen Infos um das Projekt zusammen rausgeben. Ne? Ich sage halt jetzt auch nur das, was wir bisher schon mal besprochen haben. Ja, das wollte ich natürlich nicht. Let's Games, vielen Dank für dein Follow. Schön, dass du dabei bist. Nein, das wird totales Chaos, wenn wir das komplett in die Hände der Zuschauer... Also, versteht mich nicht falsch, aber da wird nichts Sinnvolles bei rumkommen. Dafür gibt es einfach tatsächlich viel zu viele Trolle dabei. Also bei uns nicht, aber bei anderen ist es oftmals so. Guck mal, der Nightbot hat hier direkt mal rausgeschmissen, warum auch immer. Oh, Caps Locks, alles groß geschrieben. Oha, das hat der Nightbot überhaupt nicht gerne. Da ist der ziemlich eigen. Farid, hallo. Ja, weil ist hier alles passiert. Wir haben Karussell gefahren mit dem Ponzer. Der ist, glaube ich, eine Stunde im Kreis gedreht. Eine halbe Stunde vielleicht. Wir haben ein Gewinnspiel gemacht. Wir haben Holz geerntet. Wir haben über das nächste Projekt ein bisschen gesprochen. Und wir haben die Herausforderung von Burning Gamers Logistik, auch wenn kein Mensch weiß, was das für eine Firma ist, darüber gesprochen. Die Daumenquote ist unter 75%. Wir müssen was unternehmen. Wir müssen den Stream beenden. Das geht ja nicht. Briefkastenfirma, das ist auch schön. Stimmt. Das ist ein guter Hinweis, Waringer, aber das werde ich, wenn das okay ist, werde ich das benutzen bei Werner. Weil sind diese Burning Gamers Logistics, ist das eine Briefkastenfirma auch aus Tschechien? Mit meinem Konto, ich habe im letzten Stream einfach noch ein bisschen, das haben wir abends noch gemacht, haben ein bisschen aufgekauft, ein bisschen Landflächen aufgekauft, um zu zeigen, wir sind da. Ja, ich wollte, dass die Kollegen die Karte sehen, und zwar, wenn sie in diesem Zustand ist. Das war der Hintergrund. Wir haben das Alpine-DLC heute Abend einmal verlost. Ist aber schon raus, alles schon weg. Nichts mehr zu gewinnen. Keine Autogramme, keine Fotos.
ihr es glaubt oder nicht, ich habe tatsächlich schon zwei Autogrammkarten verschickt. Das waren so herzzerreißende Geschichten, die dahinter waren, dass ich da nicht umherlassen konnte. Habe ich tatsächlich Autogrammkarten gemacht, so verrückt es klingt. Ich glaube, wir haben gleich die Bäume hier runter. Das ist ja nicht zu fassen. Ja, Chris, das ist sehr cool. Schöne Frage. Nee, habe ich nicht mit der Facecam. Das ist tatsächlich immer wieder. Aber das stimmt, hier im Stream flackert die nicht. Ich kann dir das nicht genau sagen, wie das manchmal zustande kommt. Das liegt an irgendwas, was ich nicht einschätzen kann. Und das kommt tatsächlich von dem Programm selber. Also ich habe hier so ein Programm dazwischen von Logitech, weil es eine Logitech Facecam ist, das ein paar Grafikeinstellungen vornimmt und so ein paar Einstellungen halt sichert. Und das flackert auch. Ich habe gedacht, das wäre dann hier nur in OBS, aber nein, das Programm, da flackert schon. Ich kann dir aber nicht sagen, wie das zustande kommt. Das ist mir leider unerklärlich. Ja, Farid, das haben wir schon mitgekriegt. Wir sind doch die Kollegen. Es haben nämlich tatsächlich einige von den Zuschauern Bayern geguckt und den Stream hier. Gewöhn dich schon mal dran mit den Autogrammkarten. Ja, wahrscheinlich. Das wird wahrscheinlich total viel werden. Aber ich habe das gesehen auf der FarmCon. Also, mal ohne Quatsch. Es gibt tatsächlich LS-YouTuber, die ziemlich belagert sind. Also, der Ansgar hat letztes Jahr auf der FarmCon, ich glaube, der hat zwei Tage bestimmt 200, 300 Autogramme gegeben, behaupte ich. Der war immer in so einer Traube von jungen Menschen. Ja, genau, Sweetie. Das ist schon eine Hirschfeld-Tasse. Und ein LKW vor allen Dingen. So, wollen wir da vorne auch noch zwei, drei Bäume runterholen, oder? Aber eigentlich. Aber vielleicht den einen, der da so ein bisschen nah an der. Nee, die holen wir nicht alle runter. Aber da sind noch Stumpen, guck mal, die müssen auch noch wegfräsen. Das soll hier ordentlich sein. Den einen nehmen wir noch mit hier, den auf der Ecke. So, die restlichen lassen wir stehen, die bleiben hier. Wenn wir die Stappenbach verlassen, wird das mein Vermächtnis sein. Die Bäume, die werden die Streamer überdauern. Aber wieso schneit der jetzt nicht? Na guck. Im Shop gibt es die Hirschfeld-Tassen. Aber Sveti hat die damals gewonnen. Sveti war das war bei der Osteraktion, ne? Ja, ich glaube, Sveti hat bei der Osteraktion gewonnen. Aber wie gesagt, gibt es sonst auch im Shop. Aber ich möchte jetzt kein Merchandising-Werbung machen. Also ja, es gibt einige Sachen. Ich habe das mal gemacht. Ich habe so einen Shop eingerichtet, ohne Frage. Aber müsst ihr nicht kaufen. Ausrufezeichen Shop, das wäre tatsächlich nochmal was wir einrichten könnten, ne? Habe ich nicht gemacht, glaube ich, gibt's nicht. Aber es gibt den Link in der Videobeschreibung, da müsste er drin sein. Guck mal, jeden Morgen wird der Kakao getrunken. Heute Abend bin ich der Einzige, der das Projekt spielt, ja. Guck mal, LKW steht auf deinem Monitor. PC-Komponenten. Ich habe mir tatsächlich was Neues zugelegt vor kurzem. 3800X mit einer RTX 2070 ist, glaube ich, ne? Dann halt M2 SSD ist das übliche, was man so haben muss. 32 GB, das ist so die grobe Umschreibung. So, Freunde, was machen wir jetzt hier? Sollen wir den Pons schon mal umparken? Eigentlich brauchen wir den hier nicht mehr, oder? Ponze.
Ponsa heißt der ja, ne? Ich sag immer Ponsa, aber eigentlich heißt er Ponse. Komm, wir fahren jetzt schon mal nach oben. Ja, ist auch ein kleines Holzstückchen da. Hört sich nach deinem Rechner an, echt? Steht aber bei mir im Keller. Also ich sehe den, steht direkt neben mir. Ist nicht deiner. Habe ich Rechnungen zu. Ja, guck mal hier, hat der Randy den Hafer angepflanzt und auch wieder abgeerntet. Und jetzt ist hier leider blühende Leere. Ich habe schon überlegt, aber vielleicht zum Schluss, wir könnten doch theoretisch einfach mal die Felder in Grasflächen umwandeln. Dann haben wir wenigstens renaturiert, ne? Sieht ja jetzt so auch nicht schön aus. Guck mal hier, ist ja unser Feld, können wir laufen lassen, ist alles unseres hier. Och, liebe Leute, wir können mal gucken, was der Renny noch sagt. Ist er denn überhaupt noch da? Warte mal, ich guck mal eben. Hallo. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Und, guten Abend. Ja, ich hab schon gedacht, Sie sind, keine Ahnung. Ja, wir haben, Sie haben sich mit einem Hirsch angelegt und liegen jetzt im Krankenhaus. Mit einem Hirsch? Ja, nur Ihre Abwesenheit war jetzt ja, doch fast 2 Stunden. Das ist ja alles Familie. Hirsche sind ja Familie. Nein, wir hatten so viele Themen. Wir mussten über die Kirmesnummer hier von dem Ponzo reden und über die Herausforderung, die Werner ausgesprochen hat. Und dann habe ich noch ein kurzes Gewinnspiel gemacht. Ich habe den Nightbot getestet hier mit diesem Giveaway-Gedöns. Mhm. Ja, und dann, du siehst, 1,5 Stunden vorbei. So schnell geht das. Ist richtig, ja. Aber es gibt Probleme. Konnte ich die Zeit nutzen für ein bisschen mehr Real Talk mal wieder, ne? Ach so. Da halte ich sie oder andere ja gerne raus. Ja, besonders wenn's Dirty Talk ist. Ja, Dirty war es nicht. Es geht allgemein, da ging es halt so ein bisschen so ums Stream. Weil ich krieg ja immer, weil Prodax hatte irgendwie vorgestern irgendwie im Stream Monolog gehalten. Am Zuschauer geschrieben. Und da habe ich gefragt, was? Und da ging es halt so um Stream und einfach machen und nicht auf Zuschauerzahlen achten, bla 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 bla. Ja. Und ich bin ja bei Stream Elements, kriegst ja, also ich mach das ja auch so sehr Standard eigentlich, sollte man es eigentlich machen. Und ich kriege aber am Ende immer so eine automatisierte E-Mail, ne, wo dann halt immer, egal wie scheiße es in Anführungsstrichen lief, ne, da steht halt immer so was richtig Positives drin. Darauf bin ich dann auf Twitch zurückgekommen, weil Twitch ködert ja auch so mit, als wir Gott, wir sind eine Familie und hier, guck mal, du kannst schon ab 3 Zuschauern Geld verdienen, bla 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 bla. Dann sind wir noch auf OWNTWD gekommen. Weil die so einen scheiß Streamer-Kurs für 50 Euro anbieten, wo dir 3 Streamer-Dullis erzählen, wie man streamt, ne? Und so weiter und so fort. Ne? Das war jetzt so mehr oder weniger das Thema. Also ich habe dann eher so die harten Sachen gemacht. Während sie sich über die Disco, die Ponsekirmes. Aber hast du sie da an der Kontrolle bekommen, Motorradfahrer Christian? Ich habe tatsächlich einfach nur den Arm des Ponse bewegt und dann auf einmal war es wieder da. Also die ganze Zeit fuhr der wirklich im Kreis. So. Motor aus, ein Aussteigen ging alles, aber als ich den Arm angefangen habe zu bewegen, da hat er sich irgendwie wieder gefangen. Oh ja. Ja, Physik vor der Wind halt, ne? Ja, das ist ja. Das liegt da wahrscheinlich sogar irgendwie an der Funktion von dem MRF-Ponse. Aber nun gut. Die, naja gut, das, bei Prodi war das ein Thema, dass der nicht genug mit dem Chat interagiert. Was? Nee, irgendwie hat er, ich weiß nicht, wie der Zusammenhang war, ich weiß nicht, ob die Herrschaften oder der Herr noch da ist, der das mitbekommen hat. Aber nee, irgendwie hat Prodi einfach, aus was für einem Grund auch immer, Monolog angefangen. Wegen, wie man halt streamt, oder was ist, wie man streamt, was so seine Streaming-Philosophie, Ace, oder Ice, A-I-C, gute Nacht. Und dadurch hat es halt alles angefangen. Okay. Wie gesagt, diese Vorgaben, du musst mit dem Chat interagieren, die sind mir neu, also die gab es damals zu meiner Partner-Einstellungsgedönsphase, guten Tag Julian, gab's das nicht.
Ja. Ist mir halt neu. Also ich meine, weil ich weiß nicht, warum das eine Bedingung sein muss, weil das sollte selbst erklären, also sollte selbstverständlich sein. Wenn du Live-Inhalte produzierst, musst du mit den Leuten, die dir live zuschauen, interagieren. Ansonsten kannst du irgendein YouTube-Video machen. Das ist richtig. Das ist der Unterschied zwischen Videos machen richtig, und live streamen. Richtig, ne? Deswegen weiß ich nicht, warum man das als Bedingung anstellen muss, aber scheinbar, ja, wie gesagt, durch Twitch ihre Politik da, dass du halt echt schon Affiliate-Partner wirst mit 3 Zuschauern, hast du dann halt auch solche Leute, die das halt nicht wissen und denen man das explizit sagen muss. Ich weiß es nicht. Ja. Ne? Moin, höre ich Drama? Nö, nö. Nö. Drama? Echt? Wo hat denn jetzt jemand Drama gehört? Kein Drama. Morgen mir, gute Nacht, schlaf schön. Mein Chat grüßt dich. Grüße zurück an die Damen und Herren des gesetzten Alters bei Mario. Des gesetzten Alters ist auch schön. Des ansprechenden Alters. Des noblen Alters. Kann man Würde davor setzen. Der Reifen und Weisen. Des edlen Alters. Wenn man mein Chat auf einem Haufen sieht, dann sind das alle die Alten und Weisen. Wir sitzen alle um ein Feuer rum und sinnieren über den Sinn des Lebens und kommen darauf, dass es 42 alte Rentner sind, die da rumsitzen. Ja, bin natürlich auf Twitch. Ja, meine ich ja, ne? Also, ohne dich jetzt disrespekten, beziehungsweise hier auf die Füße zu treten, aber wisst ja selber, ne? Ich bin auch Affiliate auf Twitch, ja. Ja, ist auch jeder, also keine Ahnung, also. Ne, ist richtig, jeder ist Affiliate. Jeder, ne, gefühlt ist jeder Affiliate. Der kein Affiliate ist, der hat auch keine Ambitionen, auf Twitch länger zu bleiben. Ja. Ja, aber Twitch zwingt ja das ja förmlich auf. Ja, das ist sehr einfach, daran zu kommen, das ist so. Herr von und zu Randy, können Sie den Herrn mal vorstellen? Jetzt bin ich ja fast ein bisschen enttäuscht. Also ich spreche gerade mit dem einzigwahrigen echten Mario Hirschfeld. Also der Hirschfeld von Hirschfeld Logistics. Also das ist ja... Richtig. War das eine ernst gemeinte Frage? Das war eine ernst gemeinte Frage. Also ich glaube, der Herr, der Chris kennt sie nicht. Ah, das ist Mario Hirschfeld. Also es gibt 2 Hirschfelds. Es gibt einen Falco Grüße. Hirschfeld und einen Mario Hirschfeld. Der Mario ist der echte. Der Falco hat sich den Namen im RP zugelegt. So ist es. So ist es. Jetzt hast du einen Mythos gelüftet, der seit Jahren durch die, also Monaten, durch die LS-Welt wabert. Ryu, ich habe gerade bei Mario Hirschfeld das IP-DLC gewonnen. Ah, das ist richtig, ja. Nee, nur vom Hören und Sagen. Ah ja. Ja, Hirschfeld-Logistik, also keine Ahnung, wenn du keinen Bock mehr auf DHL oder so hast, ne, gibst du halt deine Pakete bei Hirschfeld-Logistik ab. Die landen dann zwar größtenteils im Wald, aber dafür ist es halt 100% ne Öko. Absolut, 100% Öko Diesel. Nee, das stimmt, wir sind keine Millionäre mehr. Ich habe Land aufgekauft. Das hat mir Werner gestern auch gesagt. Mario hat alles aufgekauft. Ist ja wie, der hat gestern 2, hat er dann da vorher 2 Millionen, habe ich ihn da mitgemacht. Ja, ja, der hat jetzt noch 180.000, hat einfach alles gekauft. Okay, verstehe ich jetzt nicht, aber wird schon seinen Grund haben. Es gibt aber eigentlich keinen Grund, oder? Sie wollten einfach nur noch ein bisschen protzen. Richtig. Ja. Ja, was soll ich damit? Am Ende des Tages, was soll ich mit dem Geld? Dann ist es schöner, wenn auf der Karte wenigstens irgendwas dafür... Ich wollte die Karte ein bisschen rot machen. Die sah so langweilig aus. Ach, die rote Seuche. Ja, ja, so kann man es auch ausdrücken. Die rote Seuche. Na, das sind Freunde. Ist da nicht BG Logistik besser? Keine Ahnung, das müssen die untereinander alles machen. Ui, ich mag deinen Chat. Ja, die sind alle auch ein bisschen schärfer unterwegs, ne? Das ja. Habe ich denen beigebracht. Hi Andreas, danke Randy für die schöne Mordvorstellung. Bitte. Ich habe ja sogar gesehen, der Meister persönlich hat kommentiert. Also sie. Ach, ich? Ja, klar. Habe ich mir angeguckt, ne? Wollte ich doch mal gucken, wie man das auf den Punkt runterbringt. Ja, da war das aber ein schlechtes Beispiel. Dann war das leider ein schlechtes Beispiel. Auf den Punkt runtergebracht, da wären wir so bei 10, 11, 12 Minuten gewesen. Aber ich habe mir dann so gedacht, also ich hätte das auch noch kürzer machen können,
Aber ich habe mir so gedacht, gerade bei diesen kleinen Sachen und so weiter und so fort, wenn ich dann so, also für mich wäre das ja, ne, also wenn du es eh mal verstanden hast, hast du es verstanden. Aber ich habe mir dann so gedacht, wenn das dann zu schnell ist und die Leute das vielleicht noch pausieren müssen, weil sie dann noch gucken, machen wir es halt dann doch im gemäßigsten Tempo. Aber ich bin mit diesem Froster fast bekloppt geworden, Alter. Ich habe geflucht, ey, das ging mir so dermaßen auf den Sack, deswegen sind da zwei Cuts drin. Ne? Der eine Cut war wegen Vorspulen, der andere Cut war wegen den scheiß Froster. Also scheiß in Anführungsstrichen. Ja, weil ich habe mir gedacht, ja, toll, warum geht das nicht raus? Ich habe schon mal gedacht, okay, zu nah an der Wand platziert, Kollision. Ne? Also wieder weggeruppt, woanders hin platziert, ging auch nicht. Wieder bei ihnen ins Video reingeklickt. Nee, das steht doch auch hier, aber die nehmen das einfach raus. Die nehmen das, ne, bis ich dann halt gesehen habe, okay, ab 200 Liter, Alter. Och, das hat so viel Zeit gekostet. Also jedes Mal in Mario sein Video rein. Och, Junge. Wie denn jetzt? Jetzt zeig doch mal und wieder zurückgespult. Jetzt zeig doch mal. Aber das war so ein Nebending, ne? Andreas geht an das Ding ran, blubbt draußen. Ich denke mir, ja, wie viele Liter? Das hat er, glaube ich, irgendwo auch gesagt, dass man da relativ viel machen muss. Also, das haben wir ein paar Mal gesagt, dass man da richtig Zeug reinfahren muss, ja. Das war jetzt aber ernst gemeint von mir. Hast wirklich schön Zeit gelassen. Ja, habe ich auch so empfunden, ja. Ich mein, muss ich ganz ehrlich sagen, bei der Forellenzucht, dann, ich sag mir immer, ist das halt so angemessen. Also das Ding ist ja wirklich groß, es ist relativ komplex, also relativ, wenn man das erste Mal macht. Ja. Dann ist das in der Zeit so angemessen. Wie gesagt, bei der Waschanlage damals, es war halt, ohne jetzt näher dir euch auf die Füße zu treten, es war halt eine Waschanlage. Aufmachen, draufdrücken, Stauber machen, raus war. Das kriegt man halt in 5 Minuten runtergebrochen. Ja, weil es dir primär um die Funktion geht, ne? Richtig, mir geht es halt primär um die Funktion. Und ich weiß, dass auch so eine Waschanlage keine Ahnung wie viele Stunden Arbeit kostet, um das so zu machen, wie sie es gemacht haben. Ne, wird bei der Forellenzucht ja nicht anders gewesen sein. Aber ich bin halt immer wieder beeindruckt, was man noch alles erfinden kann. Ja. Ich meine, auf so eine Forellenzucht muss man erstmal kommen. Da geht also, auch noch mehr. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass da noch mehr geht und dass sie da schon ein Auge drauf haben. Aber das ist ja trotzdem Wahnsinn. Ich meine, es gibt ja schon sowas als Billo-Variante. Also es gibt ja im Global Company, also jetzt nicht von Kevin oder so, ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Ja, aber bei der Hauptfach gibt es das auf jeden Fall auch. Da gibt es theoretisch eine Forellenzucht, aber da ist halt nicht dieses Mikromanagement ist da halt nicht drin. Ne? Mhm. Da fährst du halt Futter rein und kriegst halt Forellen in der Palette raus. Ja, der schlimme Snake hat auch so ein Ding. Ja, genau. Und so weiter und so fort. Das ist halt auf Simmel, ist halt auf Simmel so runtergebrochen. Das ist halt wirklich noch, wo du halt selber was machen musst. Ja. Ja, Andreas, mein Freund, ich habe dir nicht geschrieben, dass ich heute Abend den Stream noch anschmeiße. Ich wollte dir mal die Ruhe gönnen. Und dass Witty direkt da war zum Moderieren. Wann ist nochmal Yacht-Saison? Irgendwann im Oktober. Was wird denn da gejagt? BG Logistics? Geht auch lang. Hab dann Paketcontainer über die Felder streifen. Oh nein, ihr dürft doch nicht fragen, wann die Karte kommt. Das ist, Leute, das ist genau so wie die Frage an Lars, ne? Wann kommt das oder wann wird das oder da gibt es halt keine Antwort drauf. Wird Andreas jetzt gleich schreiben, it's done when it's done. Bayern hat die Champions League gewonnen, wie unerwartet. Aber nicht so riesig, also 1-0, das ist jetzt, also sie haben sich jetzt nicht irgendwie aus dem Fenster gelehnt. Ach so, ja gut, wie gesagt. Habe ich ja gar keinen Überblick drüber. Na gut, dann könnte ich dieses Jahr dreifach feiern. Was sind es da geworden? Deutscher Meister, Champions League und irgendwie dieses Triple. Ja, Pokal, ne? Ah, Pokal haben sie auch gewonnen, DFB-Pokal. Okay. Gibt doch nur ein Triple, oder? Kann man da noch was. Ne, ich glaube, gibt nur ein Triple. Ich bin auch nicht so richtig für den Fußball, aber. Ich weiß ja, es gibt Bundesliga, also Deutscher Meister, dann gibt es halt Champions League und ja gut, DFB-Pokale. Ja, gut, es gibt natürlich einen Europapokal, aber da kann man nicht rein, wenn man in der Champions League spielt. Achso, okay. Naja, Bayern. Gut, was sie an Kohle ausgeben, da darfst du eigentlich schon nichts anderes erwarten.
Naja, gut. Hat schon viele gegeben, die Kohle ausgegeben haben und da ist nichts rumgekommen. Also ich glaube, da gehört schon noch ein bisschen mehr zu, um da alle Räder am Laufen zu halten. Aber ja, Geld ja, ist sicherlich ein mit Geld Maßstab kaufst du halt die Top-Leute oder mit Geld kaufst du halt die anderen guten Spieler weg. Ja, und setzt sie bei dir auf die Reservebank, dass sie nicht eingesetzt werden können. Ja. Und ich bin einfach mal so, ne, da das... ich würde es auch tun. Hätte ich die Kohle, würde ich es auch tun. Guten Abend an alle Nachkommer und Dazugekommenen und Daumendalasser. Grüße. Digga, dankeschön für dein Switch Prime im zweiten. Dankeschön. Guck mal, der Hilago ist gerade in München. Oder er sagt, es ist gerade Party in München. Wie kommt das denn zustande? Ich kann gerade nachvollziehen. Bitte mal in die Kamera blinzeln. Knickknack. Grüße. Vor allen Dingen die armen Polizisten ins Ordnungsamt. Die sind nur durch die Straßen laufen. Maske! Vielleicht müsste man denen so kleine LED-Lichter auf dem Kopf machen. Maske, ding, 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 Maske. Sebastian, schlaf schön. Und hallo Willi. Oh, da habe ich am Donnerstag einen übelsten Bock drauf, ne? Oh. 6 Stunden Zufahrt. Mit Maske. Ja, weiß ich nicht. Homer hat gesagt, in der ersten Klasse nicht notwendig, weil die Plätze frei so gestalten, dass man keine tragen muss. So war es bei ihnen. Jetzt habe ich aber irgendwie gehört, dass die Bahn jetzt irgendwie aufrüstet und das jetzt irgendwie dann doch kontrolliert und jetzt schärfer durchsetzt und so. Ich habe keinen Plan, was am Ende des Tages stimmt. Ich gebe dir mal die Empfehlung, nimm eine mit. Ja, mitnehmen muss ich die ja so oder so. Das ist ja jetzt nicht nur Zug, du willst ja auch noch irgendwo woanders hin, da brauchst du das scheiß Ding ja nicht mehr auch. Ja. Kevin, guten Abend. Guten Abend, im Zug besteht Maskenpflicht. Ja, an sich ja, ist richtig. Ne, aber mir wurde von Homer was anderes mitgeteilt, jedenfalls war es bei ihnen nicht so. Da hieß es erste Klasse nein, zweite Klasse ja. War in der ersten Klasse genug Plätze zwischen den Dingern freigehalten, dass du immer 1,50 Abstand halten kannst. Ne, aber keine Ahnung, wie die das jetzt handhaben. Schwer es ja sehen. Ich orientiere mich immer an der Masse, weißt du? Es ist immer so, wenn keiner, du bist der Einzige, da weißt du, okay, da ist irgendwas faul. Du machst gerade irgendwas falsch. Wenn alle, dann weißt du, okay, dann wird es schon irgendwo seine Richtigkeit haben. Immer daran orientieren. Da gab es auch diesen schönen Witz, ne? Sie haben im Fernsehen haben sie, oder im Radio haben sie gesagt, Maske und Handschuhe reichen. Kam ich mir blöd vor, als ich keine Hose im Supermarkt anhatte. Nee. Ich glaube, das war bei den Twitter-Perlen irgendwo. Ja, ja. Ich habe die Bäume hier vorne am Feld runter. Hm. Fehlen noch die Bäume hinten, da an dem eigentlichen Forstgebiet. Und dann? Jo, Bonbon ringen. Leg dir ein Handtuch über den Kopf und schlaf einfach die ganze Zeit. Ja, klar. Kann man natürlich auch machen. So schönes Badetuch über den Nichel geschmissen. Problem ist nur, da siehst du auch nichts mehr. Mit dem Handtuch? Ja, wenn du dir so ein Badehandtuch über den Kopf schmeißt, ha, dann siehst du auch nichts mehr. Also schwierig. Und vor allen Dingen, wie sieht denn das aus? Wie jemand, der ein Handtuch im Zug über den Kopf hat. Richtig. Ja, Leute werden schon denken, alles klar, bescheuert. Ich überlege, wie mich die Leute damals angegafft hatten, wo der ganze Spittel losging. Also im März, April, wo es dann noch ein bisschen kälter war, wo ich dann noch die statt die das Bandana die Sturmmaske hatte. Ja. Das war ja unbezahlbar, die Blicke da, Leute. Das war ja wirklich unbezahlbar. Die konnten sich nicht entscheiden, die wussten nicht, was passiert. Passiert jetzt irgendwas Schlimmes oder ist es einfach nur ein Typ, der eine Maske trägt? Das war das Zweite, aber
Die Blicke, die waren damals unbezahlbar. Hat mich sehr amüsiert. Wir müssen auch an der Haltestelle Masken aufsetzen. Was? 210 Euro Strafe, wenn die. Was? Ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Also manche haben Bußgelder, wenn du keine trägst. Manchen ist da, also manchen ist das egal. Bei manchen zahlst du 100 Euro. In Rheinland-Pfalz zahlst du, glaube ich, nur 10 Euro. Ja. Das ist in Sachsen, für, wenn die das jetzt irgendwie im September einführen, dass es Kohle kostet. Bis dato kostet es nämlich auch keine Kohle. Bis dato war halt immer noch der Fall, wenn du keine getragen hast. Die können halt das Hausrecht durchsetzen, also die Geschäfte oder halt die Bahn oder sonst was, ne? Wir können halt das Hausrecht durchsetzen, du fliegst halt raus oder Ja. die Zugfahrt ist beendet. Aber mehr ist dann auch nicht passiert. Und wenn es halt Bußgeld gibt, muss halt noch Bußgeld dazu bezahlen. Ne? Grüße, Marion. An manchen ist es so scheißegal. Wenn ich hier bei meinem örtlichen Supermarkt da so gucke, die haben sogar schon an ihrer Scheibe, also da wo die Kassierer immer sitzen, schon so draufkleben, unsere Kassierer sind durch die Plexiglasscheibe nicht verpflichtet, eine Maske zu tragen. Ne, dass das so gleich, bisschen gleich gerechtfertigt wird. Ja. Also ist halt schon. Sollen sie alle machen, wie sie wollen. Ja, ich werde am Freitag mit dem Auto fahren, weil das, ich habe mir das angeguckt, das ist zu viel Umsteigerei und Gedöns. Ja, ist es halt wirklich. Ich meine, ich würde mit dem Kfz fahren. Ne? Das Problem ist halt immer spätestens ab der Vermietungsding, weil die immer so einen Führerschein sind. Achso, hattest du nicht einen gemacht oder wolltest du nicht einen machen? Ja, es war mal in Erwägung, aber ne, also ich habe halt M, ne? Also wenn sie mich anhalten und kontrollieren, ich kann denen schon den Führerschein vorzeigen, ne? Aber ich kann mir dann die Diskussion schon wieder vorstellen, ne? Das ist ein falscher Buchstabe. Ja, wie ein falscher Buchstabe? Steht da M da, motorisiert. Auto ist motorisiert. Ja. Und, ich meine, für solche Dinger wäre das halt schon sinnvoll, aber ansonsten ergibt halt ein Führerschein für mich aktuell absolut keinen Sinn. Brauchst du nicht, ne? Nein, brauche ich halt nicht. Naja, ich wohne hier halt auf dem Land und das, Naja, ist richtig. ich sag mal so, das letzte Jahr von 17 bis 18 damals, das war schon gruselig. Man konnte es da nicht erwarten, endlich den Horizont zu erweitern in Form von mal 50 Kilometer ums Elternhaus rum. Warte, da kommt eigentlich der große Twitch-Durchbruch mit Reaction-Content. Ich denke mal, da werden wir das erste Mal damit anfangen, wenn wir hier die Pause zwischen Feldversuch 1 und 2 haben. Da werden wir die Woche mal Reaction-Content machen. Mal gucken, wie es ankommt. Du machst Reaction-Content. Diese Nummern, die die bei RTL immer haben, wenn die Clips gezeigt kriegen und dann darauf reagieren, oder was? Wisst ihr nicht, was Reaction-Content ist? Nee. Unge? Sagt ihr das was? Nee. Ungespielt? Nee. Nee? Nee. Okay. Reaction Content ist im Endeffekt, ja, andere Videos angucken und darüber zu kommentieren oder zu reagieren. Ja, das ist ja das, was ich meinte. Ist ja Ja. so wie bei den RTL 2-Dingern, die über irgendwelche Clips quasseln, wo dann die C, D und Z-Promis eingeladen werden. Ja, sowas halt einfach nur in simpler, ja. Also Ja. Reaction Content ist im Endeffekt kein Content, wenn du es so siehst. Du nimmst halt anderen Content und quatschst halt drüber. Ja. Oder kommentierst du es halt einfach, guckst du halt einfach mit anderen oder guckst du mit deinen Zuschauern im Endeffekt gemeinsam Videos an. Ja. Aber Und das machst ist halt doch. Thementalk dazu. Also beispielsweise ist irgendwie Drama, aktuell ApoRed gegen die Damen da, ne? Ja. Dann bring dir ein Video raus, da reactest du drauf und gibst halt deine 5 Cent halt mit dazu ab. Ja, aber es ist schon so, da musst du schon mal ein bisschen aufpassen, dass du nicht in eine Urheberrechtsverletzung kommst. Nö. Und du musst das ziemlich. Also, du musst ja. Da gibt es ein sogenanntes Gentleman's Agreement, so schimpfen die sich da. Das Ja. heißt, es wird in aller Regel, also in 95, 98% der Fälle wird das geduldet, weil das im Endeffekt eine Push, also eine Werbefunktion hat. Ja. Also
Die meisten machen nichts dagegen, weil die halt eher den positiven Aspekt untersehen. Beispielsweise der YouTuber Varion, kennst du den wiederum? Ja, wenigstens von, also ich habe da mal reingeguckt, aber... Genau, der ist zum Beispiel nur durch Reactions groß geworden. Also nicht, dass er reacted hat, sondern seine Videos wurden bei den Großen, bei Unge unsympathisch und schieß mich tot, Papa Platte und so. Die haben halt irgendwann mal ein Video von denen gefunden, haben darauf reacted und ja. Dadurch sind die Leute auf den aufmerksam geworden und dadurch ist der erst groß geworden. Außer bei Knossi. Na, Knossi Reaction geht auch, aber du darfst keine Highlights bei denen irgendwie hochladen. So rum war's. Und ist das... Ja, ist das irgendwie sinnvoll, diese Reactions zu machen? Macht ja eigentlich... Das ist das Populärste, was du momentan im Livestream-Markt haben kannst. Echt? Also ja, Reaction-Content ist das Erfolgreichste im Livestream-Sektor, im IRL-Sektor. Ich verstehe selber nicht, warum. Aber sagen wir mal so, die einzigen zwei Streamer, die ich aktiv schaue, also sprich Stay und Carl, die greifen eigentlich auch auf öfter sowas zurück. Halt, es ist halt eine Mischung aus Reagieren und Real Talk und Entertainment. Ja. Weißt du? Und das ist das Erfolgreichste aktuell, ja. Die Leute, also die Zuschauer, wollen nicht alleine die Videos anschauen, sondern mit ihren Streamer. Okay. Ja, und deswegen, also Reaction-Content, ich weiß nicht, ob das so ein deutsches Phänomen momentan wieder ist, aber Reactions sind extrem erfolgreich. Unge, wie gesagt, der streamt auf YouTube, also wie sie auch, ist der größte Streamer in YouTube Deutschland mit keine Ahnung wie viel Millionen Abonnenten. Der ist nur durch Reaction, also Reaction, Reaction, Reaction. Der hat damals ja Minecraft und so eine Scheiße gemacht. Dann war der weg von der Fläche und dann ist der mit einem Skandal, ist er wieder zurückgekommen, also auch alles schön geplant. Von denen kommt Milches Gift. Okay. Diese Kontroverse hat er damals losgetreten, um Aufmerksamkeit zu kriegen, hat einfach funktioniert. Und seitdem macht er Reactions und der ist ultra groß. Die Reactions von ihm haben teilweise mehr Aufrufe wie die originalen Videos, auf die er reactet. Okay. Ja. Ultra erfolgreich. Und an sich, ja, ist das eine Urheberrechtsverletzung. Ja. Es wird aber halt größtenteils halt geduldet, weil die Leute hoffen, dass ihr Video mal da reinkommt, weil das kann halt unter Umständen, wenn es gut ist, einen Push bedeuten. Für den jeweiligen Kanal. Ja. Und deswegen wird das halt eigentlich in der Regel geduldet. Und die es halt nicht dulden, die dulden es halt nicht. Also Ansgar wäre jetzt beispielsweise auch kein Fan davon. Aber in der Regel akzeptierst du das dann trotzdem, weil gehen wir jetzt davon aus, so ein Unge mit seinen, keine Ahnung, 5 Millionen Abonnenten und, keine Ahnung, 100.000 Leuten, die da zuschauen und da schaut sich eine Folge Farmertown an und denen gefällt das, da bleiben natürlich unter Umständen auch Leute, die davon noch nie was gehört haben und gesehen haben, darauf hängen. Ja. Dann wäre es natürlich relativ unclever, dann das Video bei denen zu sperren. Relativ unclever wäre das, ja, ne? Ja, da kommt es natürlich nicht wieder rein. Ja, erstmal nicht wieder rein und du hast dann auch, je nachdem, wie es halt aufgefasst wird, auch die Leute dann ganz schnell gegen dich. Ja, stimmt natürlich. Aber im Endeffekt ist es, wenn du so siehst, eigentlich Content-Diebstahl. Das wird die, genau das machen wir. Wir machen in Zukunft, gucken wir unsere eigenen Videos und reacten die nochmal. Dann sind wir urheberrechtlich auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Das gibt's sogar, PietSmiet. PietSmiet hat mit dem Kanal PietSmiet TV, die reacten da auch auf ihre eigenen Videos. Die bringen eine Woche, die bringen glaube ich jede Woche Donnerstag ein Kochvideo raus, also PietSmiet kocht. Ja. Und eine Woche später reacten die auf das gleiche Video. Auch cool. Das liegt aber irgendwie daran, dass sie das Video gar nicht vorher selber sehen, sondern die nehmen das ja einfach nur auf, schicken das ihren Cuttern, ja. Die basteln das zusammen, dann wird das hochgeladen, die kriegen das, also die schauen sich das vorher scheinbar auch gar nicht an. Die wissen nicht mehr, was daraus am Ende des Tages entstanden ist. Aber ja, die reacten auf fremden Content, aber die reacten größtenteils auf ihren eigenen Content. Und zeigt seinen Abonnenten nicht, ja, letzter Stand der Dinge war irgendwas um die 3 Millionen. Vielleicht sollten wir das mal machen im Feldversuch, mal auf unsere gegenseitigen Streams reacten. Ja, das wiederum, ja, das macht man wiederum nicht. Weil das Streams reacten, wenn schon nur Videos. Ach so. Ich spiele nicht mit Konsole, ne, ich spiele mit PC. Also, ich habe auch mit Tastatur und Maus, ich habe die Seitenkonsole nicht.
Ja, in meinem Stream kommt gerade die Info und dann reactet jeder auf jeden. Eigentlich müsste man, wisst ihr, weiter müsste, obwohl, das gibt es wahrscheinlich auch schon, ne? Wahrscheinlich haben auch schon Leute auf die Reacted-Videos gereactet, Hast du dein Handy parat? oder? Nein, habe ich gerade tatsächlich hier liegen. Licht an der Ladestation. Nicht an der Ladestation. Doch, Licht an der Ah, noch Ladestation. nicht an der Ladestation. Haben Sie aber Blick auf Discord, haben Sie, oder? Ja. Muss ich mal kurz suchen. Hab ich nämlich heute erst Ansgar geschickt. Jetzt muss ich es nur finden, lul. Wie cool, wenn dann auf einmal 10, na, wenn auf das Reactete reacted wird und das reacted wird, dann hast du auf einmal 10 Facecams, die übereinander liegen. Naja. Wie ist denn? Na, warte mal kurz hier. War schon unter Mario. So. Ja, das ist halt wirklich die Frage. Also, wenn ihr ein Reaction macht, ich glaube, das ist tatsächlich auch so, wenn ihr das wirklich gut macht und da auch sinnvollen Content reinbringt, nicht vielleicht das ganze Video dann währenddessen laufen lasst, dann habt ihr gute Chancen, dass euer redaktioneller Content Die Pfeile helfen bei der ausreicht. Orientierung. Die Pfeile helfen bei der Orientierung. Jetzt bin ich mal gespannt. Da. Warte, das muss ich dem Stream auf jeden Fall zeigen. Moment, muss man mal eben hier auf den Bildschirm schauen, damit der Stream das auch mitsieht. Also, liebe Leute, mal ein kleiner. Okay, das ist React, 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 oder was? Richtig, der Typ, dem im Video, der hat ein Video gemacht, der hat auf einen anderen Typen reacted, also auf das Ja. Apo Red Ding. Danach hat Unge auf den Typen reacted, der auf Apo Red reacted hat. Und danach hat Karl auf Unge reacted, der wiederum auf den Typen reacted hat, der auf Apo Red reacted hat. Richtig gut. Dann wollen wir es auch sehen. Okay, dann wollt ihr es auch sehen. Moment. Ja, bitte. Ja, liebe Leute, so läuft das. Also, das ist der Typ, der hat das Video gemacht, Abo Red, bla bla bla, hat gelogen. Der hat wiederum auf den Videoinhalt reacted. Danach hat Unge auf den Typen reacted, der auf den Videoinhalt reacted hat. Dann hat Karl auf Unge reacted, der auf den Typen reacted hat, der auf das Video reacted hat. Und dann hat der Chat, der Stream-Chat, auf Karl reacted, der wiederum auf Unge reacted hat, der auf den Typen reacted hat, der auf Abo Red gereactet hat. Klar. Das ist völlig normal. Also, ja, irgendwann fehlt dann. Also, da kann man natürlich auch drüber diskutieren, über diese Reaction-Sachen, ne? Weil es halt wirklich. Man macht sich natürlich auch teilweise leichter, ne? Aber wenn du, ich Das glaube ist kein, tatsächlich. also Reaction-Content ist kein Aufwand. Ja, genau. Ich glaube, wenn du es halt ein bisschen clever recherchierst, vielleicht vorher. Obwohl, Reacts ist wirklich dann live, ne? Also, du hast. Da ist nichts mit Recherchen. Du nimmst ein Video raus und nimmst auf, während du da reactest, ne? Richtig, na beziehungsweise aufgenommen wird das in der Regel auch gar nicht, weil das ist halt, das ist so ein Livestream-Ding. Ja. Ja. Und im Livestream kannst du kannst im Livestream recherchieren, ne? Du pausierst das Video, schlägst was nach, überlegst was. Oder gibst halt zu einzelnen Passagen dein Ding ab, ne? Also, da gibt's Ja. halt, es gibt halt wirklich Leute, die klotzen sich einfach nur das Video an, machen immer lul, lol, ne? Und das war's. Also, da haben sie jetzt keinen Mehrwert dazu beigetragen. Es gibt Okay. aber wohl Leute, die dann halt auch noch ihren eigenen Mehrwert damit reinbringen, ne? Aber denen sie halt irgendwas erklären, irgendwas kommentieren, irgendwie dagegen sind, dafür sind, irgendwas auseinandernehmen oder was weiß ich denn, ne? Ja. Aber klassisch sind ja jetzt nicht das, was ich dir geschickt habe, wo du auf einmal vier Facecams irgendwo drin hast, ne? Sondern klassisch ist ja wirklich, du hast ein Video und es wird darauf reagiert. Wird halt gerne bei kontroversen Dingen genutzt, aber auch bei so Funny Moments, also Meme-Videos und hast halt nicht Ja, wie gesehen, gesagt, ne? das sind diese RTL 2-Nummern, die. Ja, genau. Hey, Warzone. Obwohl, die machen sie ja wenigstens redaktionell, ne? Die haben ja sich Sachen zusammengesucht und lassen dann die Leute zu irgendeinem Themengebiet wenigstens, dass du so ein Thema aufgegriffen hast. Ja. Aber gab es da nicht tatsächlich auch mal Urteile zu? Ich meine, ich habe das mal gelesen, dass Reaction tatsächlich, dass es da Themen zu gab, dass es das durchaus mal gerichtlich diskutiert wurde, wie man damit umgeht. Ja, na, also die Rechtsfolge oder so, also wenn du das jetzt rein aufs Rechtliche beziehst, ist relativ simpel.
Das ist Content, der dir nicht gehört, den darfst du nicht verwenden in der Regel. Oder der Typ, den das an sich gehört, der kann dich claimen, also im Sinne von, der kriegt die Kohle von dem Video. Ja. Ja, das ist die, oder kann es sperren, je nachdem. Das ist die simplere Form. Also was dann jetzt hier mit Zitatrecht und redaktioneller Inhalt und schieß mich durch, das ist wieder eine ganze, das kannst du beim Reacten nicht machen. Ne? Das ist, also das steht ja außen vor. Es wird aber trotzdem halt geduldet. Also das heißt, es gibt halt so einen gemeinsamen Konsens bei 95% der Leuten, dass das geduldet wird, weil bei den kleinen Dullis in Anführungsstrichen, die drauf reacten, macht das an sich keinen Sinn. Die klauen es halt in Anführungsstrichen einfach nur. Aber ja, gerade auch wenn größere drauf reacten, dann bringt dir das was. Dann hast du Vorteile davon, in der Regel. Ja. Ne? Und du kannst aber nicht bei den einen Ja und bei den anderen Nee sagen, deswegen gilt halt generelles Ja. Der Rekord bei Karl liegt, hat er erzählt, liegt bei ihnen bei 7 Leuten, die drauf reacted haben. Ja. 7 Facecams plus die 8. Ja, irgendwann ist das Bild voller Facecams. Tja. Hat schon mal, glaube ich, irgendeiner, aber das glaube ich auch schon mal einfach so aus Just for Geige gemacht. Da hast du wirklich das ganze Video voller Facecams, dass du den Inhalt gar nicht mehr gesehen hast. Das war halt nur so Just for Geige. Ja. Irrsinn eigentlich mal zu zeigen. Ja. Ja. Aber ja, so ist das. So ist das. Ja, und es ist halt, wie gesagt, es ist halt auch simple Scheiße, aber du weißt ja, wie es ist. Ne? Ich erzähle gerne, gerade viel. Ich habe zu viel eine Meinung oder da, wo ich meine Meinung sagen kann, okay, kann ich die Urne rausscheißen. Auch wenn es jetzt nicht gerade, keine Ahnung. Es haben wir immer so, es gibt so Themen, da halte ich meine Fresse. Ne? Weil da kann ich nichts oder will ich nichts dazu sagen oder bin der Meinung, ich könnte nichts Ordentliches dazu beisteuern. Ist gerade viel in Politik und so, ne? Da halte ich mich eher, da bin ich eher gewillt, mich rauszuhalten. Ja. Da kannst du nur verlieren, in Anführungsstrichen. Ne? Und Religion, und ja, obwohl Religion ist mir eigentlich mittlerweile egal, obwohl bei Religion muss man teilweise auch schon aufpassen, bei den TOS-Regeln bei Twitch. Aber ja, aber ansonsten, alles was so die Allgemeinheit ist, was YouTube ist, was Twitch ist, was Internet im Allgemeinen angeht, kann ich auch meinen Senf dazugeben. Ist halt immer, ja. Die es hören wollen, die hören es halt, und die es nicht hören wollen, die hören es halt, also die juckt es auch nicht, weißt du, wie ich meine? Ja. Hast du nicht gesagt, du streamst das maximal 0? Oh Gott, 0 Uhr 2, ich mach sofort den Stream aus. Lass uns doch noch das Feld zu Ende machen, Jungs. Matze, reingehauen. Sag mal, Renny, wolltest du nicht bis 0 Uhr machen? Ich finde auch, dass ein Stream heillos überzogen. Ich habe das gesehen mit dem müde. Alles gut, ja, kann schon sein, dass jetzt lange. Also wir machen auch nicht mehr so arg lange. Ja, diese Reaction-Nummern, das ist. Also, ob ich zu alt bin, weiß ich nicht, aber. Irgendwie ergibt sich mir der Sinn daraus nicht. Das, aber vielleicht muss man das mal gemacht haben. Ne? Ich sage ja immer, wenn ich immer schon vorher alles verteufeln, vielleicht muss man es selber mal gemacht haben, um zu sagen, nee, das ist nicht meins. Hm. Ja, es kommt halt immer drauf an, ne? Das ist halt, am besten funktioniert halt Mainstream. Also sprich, du nimmst halt, machst solche Nicht-Lachen-Challenges, machst Reactest auf populäre Videos, also auf lustige Videos, ja. Reactest auf Drama, ne? Also auf Kontroversen. Ne? Das zieht halt einfach. Da gibt es auch keinen Sinn. Ja, es gibt Drama und die Leute sind nur mal Drama und Beefgeil. Ja. Und du reactest halt drauf und die Leute wollen halt auch noch deine Meinung dazu hören. Und selbst wenn die Leute nicht deine Meinung dazu hören wollen, machst du es trotzdem und gibst trotzdem deine Meinung dazu ab, ne? Und wenn es nichts dazu beiträgt, das ist halt einfach so. Guck los. Aber meistens ist es eigentlich so, es gibt Drama. Die Leute wollen wissen, was sagst du dazu, was ist deine Meinung dazu? Das ist gerade jetzt in dem aktuellen Drama zwischen Apo Red und dieser Dame da der Fall, was ja eigentlich sexuelle Belästigung ist, wo man sich eigentlich zurückhalten sollte. Aber da wird das halt eine Shitshow, sondersgleichen. Ne? Jeder hat seine Meinung dazu, sagt, ja, ich glaube den, ich glaube der nicht, die lügt. Und hier, und ich recherchiere jetzt mal und es gibt den Beweis, ich habe jetzt den Beweis gefunden. Guck mal, das kann gar nicht so sein, weil in dem Video ist das so und so, weißt du? Und das ist halt momentan Trend, das ist halt momentan das Drama schlechthin auf YouTube.
Ja. Und damit zieht das Aufmerksamkeit und das wiederum erzeugt Klicks und Klicks Ah. bringen wiederum bekanntermaßen Geld. Ja, das ist halt die Nummer, ne? Aber eines Tages muss ich auch sagen, das ist wahrscheinlich nicht das Wertschätzungsthema, mit dem ich unterwegs sein möchte. Nee, das ist richtig. Und ich weiß es auch nicht, wenn du dir jetzt, keine Ahnung, eine Dokumentation über Typo 3 anschaust, oder wie das Ding da heißt, du weißt, was ich Ja, meine. ja. Na, und sagst halt so, ach ja, damals in meinen 80ern, na, als ich da angefangen habe, als junger Student und dann noch auf meinem Commodore da irgendwie die erste Webseite da installiert habe, ist halt auch so die Sache, ich meine, bei deiner Zuschauerschaft, die ja schon, wie gesagt, etwas veredelter ist, da mag das vielleicht noch die Interessen deckeln, aber jetzt gerade im Mainstream würde einer sagen, guck mal, der Opa erzählt wieder vom Krieg. Stimmt. Weißt du? Das ist halt auch so diese. Moin, Stördi. Nee, in meinem bei mir im Kanal, das ist das auch nicht populär. Also diese Themen, diese technischen Themen von damals, wir sinnieren schon mal über manche alte Filme oder sowas, das tun wir schon mal. Aber dann muss es auch gut sein. Du, ich will mich verabschieden, gleich wieder da, ne? Jo. Ja, das stimmt. Prodi hat ja quasi geweint wegen dem neuen Trailer, ne? Ja, obwohl, das könnte man ja, das ist vielleicht auch eine Art von Reaction, ne? Ich habe auch dieses First Lookup gemacht. Ja, vielleicht ist das auch, da habe ich ja quasi eins gemacht. Ja? Sag mal, Renny gleich fragen, ob das auch als Reaction gilt. Dieser First Look aufs Alpine DLC. Club Moist, Servus. Und Project, hallo. Alles klar, Rio, gute Nacht. Riru. Und Kai, dir auch eine gute Nacht. Ich mache aber auch jetzt gleich Feierabend, liebe Leute. Es ist, glaube ich, wie gesagt, sollte ja nur eine kleine Runde Holz werden und ich finde, wir haben. Tatsächlich auch schön. Also ich werde hier vielleicht noch ein bisschen so aufräumen, aber für heute ist es gut. Taurus, Servus. Ja, genau. Renny war für Marsch unterwegs und haben wir so ein bisschen gequatscht. Geht ja auch, ne? Ist ja einfach nur ein. Man muss ja nicht auf dem gleichen Projekt sein. Zumal, also, ja, das macht zu Anfang natürlich Sinn, aber wenn wir uns so einfach treffen oder so spielen, ist doch schön. Kann man auch so machen. Das haben wir bei uns in den Projekten auch schon gemacht, in den Seniorenprojekten, dass einige von uns woanders sind und einfach nur den Abend mit dem Chat waren. Ist auch nicht selten. Die letzte Stunde hat begonnen. Ja, genau. Nein, eine halbe Stunde ist ja eher. Danke dir, Kai. Ja, ich finde das auch ganz cool, dass es so irgendwie zusammengeht und zusammen Spaß macht. Also, es freut mich auch. Ich weiß gar nicht, ob es das bei anderen Spielen überhaupt gibt, bei anderen Streamern. Auch bei den Großen, dass sich so viele Streamer so zusammentun. Obwohl, es gibt ja auch diese Stream-Gemeinschaften, ne? Diese Streams da. Bei Twitch, glaube ich, machen das einige, ne? Mal eben gucken, dass wir hier die Schnitzel da ein bisschen wegkriegen. Da war noch eins da vorne. So. Jetzt noch circa 60 Minuten. Nein, so lange machen wir heute nicht mehr. Nicht bis 4 Uhr morgens. Auf gar keinen Fall. Freitag war schon wieder so lang. Da war wirklich halb vier Aber mit dem, also nicht gestreamt, da habe ich mit dem Real Senior Modding Team zusammen im
Chat gegangen und haben einfach nur ein bisschen gequatscht. Jeder hat so ein bisschen gebaut an seinen Mods. Das war schon auch ein lustiger Abend. Randy Army ist da, Randy. Danke dir. Die Army. Oh Gott. Jungs, hallo, reicht. Ich diese Army-Scheiße anfangen. Danke. Das stimmt. Stefan hat gestern 12 Stunden wieder gestreamt, ne? Naja. Ja, der ist, Wenn das Leben nichts wert ist, ne, dann macht man halt sowas. Den könnt ihr bei Stefan mit Kanalpunkten kriegen, glaube ich, ne? Irgendwie schon, ja. Also nicht zurückhaltend sein, ne? Kanalpunkte rausgeben, dann habt ihr das öfter. Und wer jetzt glaubt, das kriegt er bei mir, das wird es bei mir auf keinen Fall geben. Ich streame lange, wenn ich da Lust zu habe. Nicht, wenn jemand Punkte ausgibt. Also das fange ich nicht an. Das passt auch mit meinem Biorhythmus nicht überein. Ja, Kevin, der Digga, eine gute Nacht. Wohl eher die imperiale Randy-Armee. Die imperiale? Quatsch. Oder kommst du von der dunklen Seite? Imperial wegen Ackergras Imperium. Ach so, okay. Brauchen wir noch Mais tatsächlich? Jemand hat mir heute Abend geschrieben, ich sollte auf den Feldern, die ich hier noch frei habe, Mais ansehen, aber eigentlich brauchen wir das nicht, wenn wir diese große Nummer runtergefahren haben. Dann haben wir wahrscheinlich. Richtig, da haben wir genug Mais. Also ich denke auch, dass das nicht nötig ist. Wenn wir keine Helfer benutzen, sind wir für den Abend sicherlich genug ausgelastet. Ich glaube, da werden wir nicht mal fertig werden. Ja. Zumal, wenn die Hofbau-Challenge davor noch stattfinden soll. Nee, das, ne? Mit der Hofbau-Challenge ist auch gedacht, dass wir das als letztes, ja, machen, oder nicht? Genau, nach dem Mais-Event. Aber ich weiß nicht, wie das dann, ob wir das an dem Abend noch machen oder eigentlich haben wir doch gesagt, dass nach dem Mais-Event die Höfe noch 2 Millionen kriegen und dann in Ruhe Hof bauen können. Wir müssen halt gucken, wann wir dann auswerten. Dass wir dann einen Abend finden vor dem Neuanfang. Ich glaube, das ist noch nicht final durchgedacht. Ich glaube auch nicht, ne? Ach, guck mal, mit dem Mulcher hier kann man auch. Ist das dann gegrubbert, wenn man das mulcht, das Feld? Okay, Bro. Weißt du das, Randy? Nee, wesentlich leider nicht. Also, irgendwas passiert auf jeden Fall hier. Ja, und zwar so mit Maximalgeschwindigkeit des Traktors. Ah, ja, okay, das sieht sehr eigenartig aus. Sieht mir aber eher fast wie gegrubbert aus, ne? Ne, guck doch mal auf den Feldzustand. Ja. So. Wachstum. Ne, da ist aber nichts passiert. Ne. Hat einfach nur die Bodentextur hier verändert. Von dem Gehäckselten auf das Gehäckselte weg. Der mulcht schön das Stroh hier unter. Bringt aber gar nichts. Sag mal, wir hatten doch im 17er gab es doch diesen Mod, dass man, wenn man häckselt, eine Düngestufe drauf kriegt und man hat, wir hatten den Mod, dass man mit Miststreuen 2 Düngestufen drauf kriegt, oder? Also das mit dem Stroh kenne ich, ja. Das mit dem Mist ist mir jetzt gänzlich unbekannt. Das Stroh war Chop Straw, hieß das, ne? Genau, Strobit Straw oder Strobit. Ich hab's immer Strobit Straw genannt, weil gibt's auch, glaube ich, bis dato im 19er nicht, wenn mich nicht alles täuscht. Waren das nicht solche Skripte von Absi? Ja, das kann sein. Die Frage ist tatsächlich, warum es das nicht gibt, ob das die Scripting Engine nicht zulässt, weil ich meine, es ist schon oft nachgefragt worden. Und dann muss es ja schon, wenn es das nicht gibt, muss es ja schon komplizierter sein irgendwie. Ansonsten hätte sich doch bestimmt irgendein Skript da hingesetzt und das mal angefangen, oder? Ich weiß nicht, wer das aus dem Dings, wer das im 17er gedacht hat, wenn das Absi war. Der hat ja ein paar solche komplexen Dinger gehabt. Kann das sein, dass sich das bis dato keiner herangetraut hat.
gut, schlimm. Ich weiß nicht, gibt es so viele gute Skripter im 19er? Ja gut, wir haben halt den, was mir direkt einfällt, ist halt Kevin, GTX, Elki. Ja, Kevin, GTX, Elki, also alles, was so aus LSC und Co. ist. Ja. Und außer GTX, da gehört der ist glaube ich extern. Ja, mittlerweile. Mhm. Dann, und Elki ist ja von, eigentlich aus dem Hofteam, also dem Hot-Team entstanden. Hm. Entstanden. Mowgli, ja, Mowgli, Wobster. Genau, dann gibt es hier Stefan, aber der hat sich ja wirklich rein um Autodrive gekümmert, mhm. Der Baloo. Dann haben wir hier, genau, Mowgli hatten wir schon. Aber die machen ja, was ist denn hier mit der Säge? Die machen ja primär die IFCO, genau. Helfer-Skript. IFCO, oh ja, IFCO ist auch noch wichtig, stimmt. Nö, aber scheinbar hat das noch keiner gemacht. Entweder hat es keiner auf dem Schirm, oder es ist dann doch ein bisschen komplizierter. Ja, das stimmt irgendwie. Eins von beiden muss es schon sein. So, gucken wir mal, ob wir hier noch ein bisschen Holz wegkriegen und dann auch gut für heute. Ich möchte eigentlich nicht für die drei Balken da nach hinfahren. Gucken, ob wir die noch irgendwie mitkriegen. Alles klar, Camperano, gute Nacht. Maru, das stimmt. Maru gab es auch. Wer von euch hat Alexa gesagt? Ich hätte jetzt keine Alexa gesagt, aber richtig. Die reagiert doch manchmal so. So, aber wenn das so gut funktioniert, Bernhard, dann sage ich mal, Alexa, wie wird das Wetter morgen? Oh, Freunde. Also das Shoppet Straw, oder wie das Ding kam, von Rap Alisa oder Alisa. Das war so eine, der hat auch, glaube ich, nur ein was rausgehauen, wie das aussieht. Also es kam nicht von Absi. Okay. Web Laser, Eliza, wie auch immer. Wordportal.com. Hm. So, lad den auf hier. Aber das war damals für, ach ja, stimmt. Das war damals so, aber map-abhängig, wisst ihr das? Drop Straw? Ja, steht hier, bei aktivierten Strohhäcksler bleibt, beim aktivierten Strohhäcksler bleibt sichtbar Stroh auf dem Feld zurück. Stimmt, das ist ja jetzt im 19er Standard. War aber beim 17er damals gerade, glaube ich, nicht so. Was ja jetzt, genau, wenn du beim 19er häckselst. Genau, ja. Genau, ne, das gab es beim 17er nicht, bleibt sichtbar zurück und durch Grubbern oder Flügen erfolgt eine Düngung. Dies kann vom Ersteller der Map gesteuert werden. Die Map muss für diese Mod vorbereitet sein. Ein SDK-Pack befindet sich in der ZIP-Datei. Ah ja, okay. Also daher. Hallo Weid. Nur 500.000. Ja, ich habe Zeug gekauft. Blender. Wird der Hof schon mit Gold überzogen? Ja, genau. Gesundheit. Danke, Entschuldigung. Ich kann mir vorstellen, also im 17er wurde kein gehäckseltes Stroh auf dem Boden angezeigt. Müsste dich wirklich fragen, echt? Ja. Ist jetzt noch gar nicht so lange her, ne? Aber man hat sich jetzt mittlerweile so an den Standard jetzt beim 19er gewöhnt. Ich habe tatsächlich den 17er vor einiger Zeit nochmal gestartet. Ja. Also die Nummer, wie das mit Ding dem, aussieht, ne? Ja, ja, das ist schon der Hammer. Also Licht und Material, und das muss man schon mal festhalten, das, da ist schon einiges passiert. Auch, dass die Schatten nicht immer nur von einer Seite kommen. Oder zu einer Seite schlagen. Also das ist ja wirklich so, es gab ja nur eine Lichtposition am Himmel. Kann man sich echt nicht mehr vorstellen. Und wenn du dann mal hier irgendwie ein Gerät guckst, wo dann Chrom und Lack und Plastik durchscheinen, dann weißt du schon Bescheid. Redskin, schlaf schön.
Hello and welcome back to Stappenbeck. Ja, so ist richtig, genau. Kannst du das Pogo DLC empfehlen? Kilian, dann sag mir erstmal, welche Karten du spielst und welchen Spielstil du hast und dann sage ich dir, ob ich dir persönlich das Pogo empfehlen möchte. Alexa bestellt Pizza, ist auch cool. Aber da braucht man einen speziellen Skill für Alexa. Das Wetter müsste die auch so mit aushauen. Was kann der Feuerwehrfreak? Der kann die das Feld umgraben oder was? Ja, was? Ein Mulcher von Vertex Design. Na, schauen wir mal. Ah, das könnte, ja, wohl. Aber 70.000 sind der Dicke, 75. Vielleicht kriegen wir ja mal die 80 sogar noch mal, obwohl dafür ist es nicht gut genug gepackt, ne? Wir brauchen auf jeden Fall Holztransporter mit einem tiefen Schwerpunkt in Zukunft. Randy, wir zwei müssen uns mal irgendwann über den nächsten Projektstart unterhalten. Ich hätte da so eine kleine Idee, Machen. wie wir schnell aus dieser Startnummer rauskommen. Von der 64-fach hört man nichts Neues. Wie hieß die nochmal? Die hieß nicht Daytona, sondern wie heißt die? Daytona ist eine Uhr. Daytona, ja, aber Daytona ist ja auch eine Rennstrecke. Also. Ne, es gab aber. Wie hieß die denn? Warte, sag doch mal eben, wie die 64-Fachkarte heißt. So, gucken wir mal, was hier runterkommt. Da werden einige oben hängen bleiben. 74, naja, die 80 kriegen wir damit nicht. Rapeton? Nee, die heißt doch nicht Rapeton, oder? Ich meine, ich habe irgendwas anderes. Aber guck mal, 79.000 haben wir hier mitgemacht, noch mit der letzten Fuhre hier. Dann fahren wir den noch hoch zu dem anderen Gebiet und dann sind wir durch für heute. Ah ne, Wolle habe ich noch nicht weggeräumt. Das stimmt, wir können noch ein bisschen eben bei den Tieren machen. Habt ihr recht, das müssen wir eben gerade ziehen. Vielleicht noch einmal fegen. Ich befürchte, von meinen Mitspielern hat hier keiner was gemacht. Warst du die letzten Tage hier auf der Karte? Am Donnerstag, glaube Ja, da waren wir alle drauf, ne? ich. Richtig. Aber ja, am Donnerstag habe ich nochmal ihre Schafe gefegt und die Die Wolle Wolldinger nochmal rausgeholt, rausgeholt und weiter weggenommen. Ja. ich habe hier auch noch Kleesilage. Wollte ich mal die Preise auch gucken. Können wir vielleicht noch mal gucken, nicht, dass die Preise gut sind auf einmal und wir dann. Luzerne Kleesilage. Also auf jeden Fall nicht schlecht, eine 283 bei der Scheune wäre schon okay. Den Triolet-Stall, weiß ich nicht, hat Werner sich den gekauft? Ja. Wahrscheinlich. Das ist eine schöne Idee, Chris. Alexa, klick den Daumen bei YouTube. Ja. Achso, Moment, wir kommen auch hier durch das Dorf nach oben zu dem neuen Holzgebiet. Hatte denn einer von euch vorher noch Felder zu kaufen? Ich denke nicht, ne? Nö, ich bin da durch. Ja. Von daher, ich glaube, ich habe keinen geschadet, indem ich die Felder gekauft habe. Nö.
Aber ich gebe zu, ich mag die Karte immer noch. Also ich irgendwie so vom Gefühl her bin ich noch nicht so richtig fertig mit der Karte. Es könnte sein, dass ich nochmal mit einem anderen Projekt hier wiederkehre. Auf die Stappenbach, wenn es das Update gibt mit dem. Mit den ganzen Sachen, die da angepasst wurden. Ah, oh, komm nicht rum. Vielleicht mal mit den Senioren. Ja, Kilian, wenn du das so bereitwillig angibst, dann wird da wohl nicht viel zu holen sein, ne? Das stimmt. Ja, René, man hat hier geschrieben, dass du nur ein Feld hast und ich vielleicht auch ein paar abgeben sollte. Na klar. Auch nicht frisch. So, wir können da hinten nochmal die Paletten rausholen. Die Frage ist, macht das überhaupt Sinn, das Sägewerk hier noch irgendwas zu machen? Weit des Tages macht das auch keinen Sinn mehr. Das ist so alles sinnlos geworden. Jetzt. Das Update war eingereicht und ist wieder zurückgekommen. Ich denke, das hat gerade wahrscheinlich gerade bei Andreas und Elki. Mehr kann ich da noch nicht zu sagen. Das ist auch schön. Alexa, stell den Wecker auf 4 Uhr. Das ist auch schön. Guck mal, hier hinten hat der. Aber das ist auch abgeerntet hier von dem. Vom Stefan. Ich glaube, da passiert auch nicht mehr so viel. Das Witzige ist tatsächlich, ich habe in der ganzen Stappenbachzeit hier, und ich habe viel hier Holz rein und rausgefahren, aber ich habe mich einmal den Rindenmulch hier rausgeholt. Ich weiß gar nicht, wie viel da drin ist. Und es war damals bei den Gerasten aber so. Ich habe die BGA betrieben, nie die Gerast rausgeholt. Dann habe ich sie immer gebraucht für Stefan, fast 1 Million Liter drin. Also ich habe jetzt 60.000 Liter Rindenmulch drin, aber da ist ja, das ist nicht so viel, ne? Das sind 11% hier von dem, was hier reingeht. Das stimmt, das kann sein, dass die Stappenbach nicht in den Mod-Hub kommt, weil Giants da irgendwelche Sachen meckert, die vielleicht nicht geklärt werden können. Aber dann wird die auf der Seite der LS Mod Company natürlich kommen, die V2. Andreas, wäre das nicht mal was für Mikroproduktion? Sägewerk und dann nachher aus den einzelnen Stämmen schöne kleine Figürchen schnitzen. Hier zum Beispiel. Mit der Hand. Alles klar, Chris, gute Nacht. Nein, Urlaub kann man nicht essen. So, lass uns mal gucken, ob hier das Sinn macht, den Auflieger wegzufahren mit den Brettern. Holzbalken. Guck mal hier, das lohnt sich sogar. Verkauf. Dann fahren wir die noch weg.
stehen da gerade so schön rum. Genau, gute Nacht an alle, die jetzt ins Bettchen gehen. Sei euch gegönnt. Hallo, Nacht, eh. Das Einzige, was ich finde, ist, dass der Castor eigentlich einen eigenen, eine eigene Transport... Obwohl, Flachbettauflieger sind die richtigen Transportdinger für die Dinger hier, ne? Mit, wir werden schon mit Spanngurten dann auch transportiert. Aber da gibt's halt Vanilla nix, ne? Also da musst du dir schon einen extra Mod immer raussuchen. Das stimmt. Ich fand ja, als der LS19 rauskam, da hat es ja in den ersten Tagen gab's ja keinen Rundballen-Sammelwagen. Ne? Den Usus haben sie ja nachher erst nachträglich dazu gebracht. Ja. Das stimmt. Das war ja dann, glaube ich, der dritte Mod oder so, der rauskam. Genau. Aber da war ja auch so eine Nummer, da hast du auch gedacht, alles klar, Leute, das habt ihr doch vergessen. Und ich finde auch ein Flachbett-Auflieger mit Spanngurten, ich finde, der gehört irgendwie rein, den musst du irgendwie drin haben. Na, es gibt ja die ganzen Paletten. Ich hatte echt am Anfang überlegt, wie ich die ganzen Paletten transportiere. Und die gibt es ja tatsächlich drin hier, mit Saatgut und Hafer und hat nicht all. Oh ja. Schwer abkürzen. Wahrscheinlich muss ich das Feld noch kaufen, damit ich hier abkürzen darf. Ne? Ich könnte auch das Feld kaufen, einfach nur. Ach, das habe ich sogar gekauft. So, dann könnte ich ja vielleicht den Ansgar nochmal anpöbeln, dass hier das Holz auf meinem Feld rumliegt. Das ist ja ein Schlachtfeld dahin. Guck dir das mal an. Alles klar, Tom. Schlaf schön. Dear Carving.zip. Ja, genau sowas. Sag mal, René, wer hat eigentlich hier noch angefangen, Bäume umzunieten? Der liegt doch auch nicht so lange hier, oder? Warte mal, wo bist denn du gerade? Ja, hier, das ist dieses Grundstück, was der Werner sich gekauft hat. Ich hatte irgendwie mal gedacht, der würde da einen Hof bauen wollen. Ich bin hier auf der Ecke zu der Fläche vom Werner hier. Das ist eine gute Frage, weil das ist ja nach Dings, ne? Also so lange liegt das hier noch nicht. Ne? Und liegt ja, also Donnerstag meine ich. Obwohl, lag da Donnerstag drauf? Das weiß ich nicht genau, aber... Ja, weiß ich auch nicht. Oder ist es irgendwo aufgetaucht von Ansgar seiner letzten Eskapade? Wurde dann dort einfach hingeschmissen, weil es halt am schnellsten geht. Ja, möglich. Mit dem Map Cleaner über die Map, ja. Aber der Map Cleaner sammelt auch kein Holz auf. Das ist das Einzige, was er nicht mitnimmt. Ball nimmt er auch nicht mit. Wieso hat Werner denn jetzt zu dem Zeitpunkt noch diesen Kuhstall hingesetzt? Wahrscheinlich, der wollte ihn zeigen, wahrscheinlich, ne? Ich glaube, ja, das geht's mehr ums Zeigen. Das ist die meist Plus-Variante. Ah ja, okay. Zack, verkauft. 35.000 Euro. Das ist das Einzige, was ich tatsächlich an diesem Sägewerk echt ein bisschen traurig finde, ist, wenn du, dass du viel, viel, viel mehr Geld machst, wenn du das Holz direkt wegfährst, als wenn du das durch dreimaliges Anpacken in diese Balken reinfährst. Überleg mal, wie viele Balkenpakete ich hatte und das ist, ich glaube, ich habe über das ganze Projekt hinweg 3 oder 4 Mal so ein Paket Balken weggefahren. Also von der Menge her geht da schon deutlich mehr Arbeit rein. Tja, kommt nicht an normales Holz halt ran, ne? Ja, leider überhaupt nicht.
Wahnsinn, was mir für ein Spittelalter auf diesen. Ich bin gerade auf Indiegogo unterwegs, ne, um zu gucken, ob es irgendwas Interessantes gibt. Alter, was Auf ist da was? alles? Indiegogo. Was ist denn Indiegogo? Sowas wie Kickstarter. Okay. Eine Crowdfunding-Plattform halt für Ideen. Ja. Psst, teilweise, also gibt es so ein, keine Ahnung, wenn du so groß wie dein Handy, ein bisschen breiter, Handdrucker. Also kannst da irgendwie Text und dann gehst du über ein Blatt Papier und dann druckt er das dort. Also wirklich der kleinste Drucker der Welt. Okay. Kannst du irgendwie so, keine Ahnung, so guten Tag, kannst du das überall drucken. Also, ich meine, faszinierend, was alles heutzutage geht. Zweite Frage ist halt nur, wer braucht das? Ja, das ist wirklich so eine Frage. Gucke ich mir gerade Misa an, The Next Generation Social Family Robot. $400. Ja, kann haben, ne? Ja, das ist jetzt nicht mehr so, weißt du, das ist so, sieht aus wie so ein Kinderspielzeug, also das könntest du nur deinen Kindern kaufen, weißt du? Hat halt zwei Beine, zwei kleine Arme und dann der Kopf ist halt so eckig Switchen. und statt halt Augen und so hat er halt so ein, keine Ahnung, 8 oder 10 Zoll Display da vorne halt mit drinne. Dann hast du dann so zwei Klubschohren und er kann sich dann mit deinen Kindern unterhalten. Okay. Halt so in besten Englisch, versteht sich. Klar. Aber na, das ist halt. Irgendwann mal solche Prototypen machen würden, wie so ein iRobot oder so, der wäre sofort dabei, aber. Das ist halt Kinderspielzeug. Ernstzunehmendes. Ja, das Problem ist, das stimmt, dass die Balken im Sägewerk tatsächlich ständig voll sind, weil da immer nur drei reingehen. Und dann bist du eigentlich ständig dran, die rauszufahren. Da schweben meine Schafe doch schon wieder in der Luft. Was haben wir denn hier drauf? Ich behaupte sogar, dass wir so viele Schafe haben, dass dass der Stall voll sein müsste. Das sind wir hier oben stehen, da kann ich vielleicht am Donnerstag noch wegfahren. Oder die Tage, müssen wir mal gucken. Ich fände übrigens mal diese offene Schafsweide, finde ich eigentlich ganz cool, aber ich fände das irgendwie cool, wenn man kein Gras reinfahren müsste. Also hier so Silage soll mir noch recht sein, aber Dass sie das halt selber abfressen. ja. Oder es halt einfach da ist. Ja. Weil die sind den ganzen Tag am Futtern, ne? Und dann gehen die an den Trog und futtern sich da das Gras raus. Nö. Verfressen halt. Genau so ist es. Wie? Geht's denn den Tieren in Summe? Kühe sind nicht sauber, den Rest haben die aber genug. Schafe brauchen Gras, die Lager. Ja, das geht aber auch. Na, guck mal, Rest passt doch. Das Coole ist eigentlich, wenn du bei den Stellen hier, bei diesen offenen Stellen, Ballen davor liegen lässt, dann zieht er sich da tatsächlich noch nach, ne? So, liebe Leute,
Schön, dass ihr so lange dabei wart. Aber das reicht jetzt auch nicht. Jetzt haben wir wirklich locker die halbe Stunde überzogen, nachdem ich gesagt habe, wir machen gleich Feierabend. Ich habe relativ. Ne, Bäume habe ich tatsächlich nicht auf den Sägewerk gepackt. Ich habe das Sägewerk zweimal rammvoll gemacht mit Bäumen. Aber dann war es halt weg, ne? Aber ich wollte euch doch gerade verabschieden. Danke, dass ihr so lange dabei wart und auch danke, dass ihr zugeschaut habt, die Däumchen dagelassen habt für den Support ohne Frage. Schön, dass ihr dabei wart und ich freue mich euch morgen Abend streamen wir von der Charwell, dann geht's nach Good Old Britain, my friends. Und da werden wir dann ja auf die britische Art. Hast du die mal gesehen, die Karte? Welche? Die Charwell. Nein. Die ist genau das Richtige für dich. Da sind alle Felder mit Hecken eingezäunt, alle Straßen und die haben alle Kollisionen. Ist das nicht so eine englische Map? Ja. Dann habe ich die doch schon gesehen. Ist ganz fein, also da brauchst du ja, Lexion kriegst du vielleicht rumgezirkelt, aber mit dem Schneidwerk, die kriegst du teilweise gar nicht auf die Felder drauf. Ja, Roger, die ist da sogar auf Cornup. Ja, das ist die von, die da überarbeitet worden ist, von der Farming Agency. Genau, für Horsegrass. Ja, ne, ja, für, ja, doch, die habe ich, ja. Hatte jetzt irgendwas, Dings, du hattest irgendwas von 64-Fach-Karte erzählt, deswegen war ich da gerade raus. Nee, das die Charwell ist die. Normal, aber da sehen wir uns morgen Abend wieder. Und ansonsten die Tage, denkt dran, ne? Donnerstag Feldversuch sicherlich. Ich denke, da werden wir wieder alle zusammen da sein. Mhm. Nee, was ist denn mit euch? Seid ihr dann da? Nee, ich bin da weg. Und Ansgar glaube ich auch, ne? Ansgar, ja. Ich bin ja, Donnerstag sowieso. Bin ich Vormittag ab um 11 im Zug. Das stimmt, ja. Schauen wir mal, aber Donnerstag werden wir auf jeden Fall irgendwas hier spielen. Dann machen wir es Flemmer und eine Runde Klee, aber das Holz oben muss ja auch noch weg. Ne? Das Holz dürfen wir auch nicht vergessen. Tiere müssen versorgt werden. Da ist ein bisschen was zu tun, habe ich gesehen. Wir haben auf jeden Fall noch was zu tun. Und vielleicht finden wir ja auch noch irgendeine Kleinigkeit, die wir hier an dem Hof schöner machen können. Hey, ist ja schon ziemlich schön, aber es gibt immer was. Man kann immer was verbessern. So, jetzt aber wirklich. Liebe Leute, morgen Abend einschalten, wieder dabei sein und dann einen schönen Abend, eine gute Nacht. Schlaft schön. Bis demnächst. Alles Gute. Bye bye und ade. Tschüss.